Wo ist mein Schlüssel? Wo ist mein Geld? Wo steht mein Auto? Gibt's Bielefeld? Wo find ich Liebe wie eine Frau? Steh ich noch lange im Samenstau? Wo kann ich parken? Was träum ich nachts? Bin ich ich selber, werde ich überwacht? Alles Fragen über Fragen, die mich schon seit Jahren plagen. Irgendwer muss das doch wissen, ich bin sonst schwer aufgeschmissen. Plötzlich kommt mir die Idee, ja, plötzlich kommt mir die Idee. Plötzlich kommt mir die Idee, ich frag, ich frag. Ich frag die NSE. Wo war ich gestern? Wo will ich hin? Gibt es eine Seele tief in mir drin? Wie war mein Codewort? Wo ist das Klo? Ist mein alter Ego der Affe aus dem Zoo? Planen die Frösche den großen Knall? Wer lacht zuletzt? Gibt's Leben im All? Alles Fragen über Fragen, die mich schon seit Jahren plagen. Irgendwer sonst schwer aufgeschrieben. Hallo, liebe Leute. 19 Folgen von Weisker Live liegen hinter uns und das bedeutet, jetzt haben wir die 20. Weisker Live Folge zu feiern. Und wir, das sage ich, weil einmal, ihr seht es, neben mir jemand sitzt, zu dem kommen wir gleich, mein ganz sympathischer Kompagnon Hugo Dressler. Schön erstmal, dass du da bist. Danke, danke, freue mich auch. Und wir, sage ich aber auch, weil ich mich ganz besonders freue, dass wir eben so eine schöne Gemeinschaft sind und ihr regelmäßig live zuschaut. Jetzt sind auch schon wieder die Ersten mit dabei und es wird sehr viel im Nachhinein auch nochmal geguckt nach der Aufzeichnung. Das heißt, das ist für mich wieder das Stichwort, euch zu sagen, dass wir den 23.09. haben und es ist 19.03 Uhr, nur jetzt ist der Stream live. Ihr habt die Möglichkeit, uns Fragen zu stellen, die wir euch live beantworten, vor allem eben dem Hugo, aber eben, wir können nur live antworten, wenn es eben auch gerade live ist. Ansonsten machen wir es nachher dann schriftlich. Schön also, dass ihr immer dabei seid, dass ihr auch Rückmeldungen gebt, dass ihr Nachrichten schreibt an mich und nochmal erzählt, was könnte man vielleicht besser machen, ja, Verbesserungsvorschläge, Ideen, positive Rückmeldungen immer wieder, das ist eine sehr, sehr schöne Sache und nun freue ich mich, in der Vergangenheit war es ja so gewesen, für die, die das Format vielleicht nicht kennen oder auch die, die es kennen, nochmal Revue passieren lassen. Ich rede ja hier immer mit anderen Musikern über ihre Projekte oder mit anderen Künstlern und das mache ich ja in aller Regel per Telefon oder Skype. Und nur zweimal war es so, dass neben mir jemand saß, das war der Felix von den Feigen Blättern und jetzt habe ich aber den Hugo hier. Also nochmal Hugo, herzlich willkommen. Salve. Ich freue mich sehr, dass du Zeit gefunden hast, hier zu sein. Und ich weiß, du hast ja die meisten meiner Streams gesehen, stimmt's? Ja, ja, klar. Und nun bist du auf der anderen Seite. Jetzt guckst du mal quasi genau dahin, wo ich auch gucke. Wie fühlst du dich? Geht's? Ja, ja, schon cool hier, ja, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, was man für eine Vorstellung hat, wenn man vor der Kamera sitzt, also nee, eben nicht, also auf der anderen Seite sitzt und zuschaut und dann eben nur so diesen Ausschnitt hier sieht. Hast du dir irgendwas vorgestellt darunter? Naja, ein großes Studio. Riesenstudio, ne? Riesenstudio. Also bis jetzt, denkst du, ist alles viel größer hier noch? Nee, das ist richtig cool hier. Schön. Ich meine, also Whirlpool, ja. Massage direkt vom Willi bekommen. Das ist schon klasse, also so hätte ich es nicht erwartet. Und dazu noch eine riesen Gage, die man hier bekommt. Also, das ist wahr. Das habe ich ja bisher nicht kommuniziert. Ja, richtig. Freie Getränke, freies Essen, also Hut ab. Das stimmt, das gab es in der Tat. Ja, ja. Ich sehe gerade, meine Teekanne ist hier im Bild. Ich habe eine neue Teekanne. Oh, guck mal, schon lecker. Gesabbert, ja. Neue Teekanne, was ist für ein Tee drin, wisst ihr es? Na, ratet mal, vielleicht kommt ihr drauf. Ich habe ganz vergessen, mir vor der Sendung einzuschenken, das mache ich jetzt mal direkt. Ja, mir auch mal. Der Hugo ist mutig. Letztens nach einem Auftritt im Schloss Ramenau habe ich es dem Dirk angeboten und habe gesagt, möchtest du nicht mal kosten? Und der feige Hund hat gesagt, nein. Stopp, das reicht. Ich habe... Ah, doch, ich habe... und ja,
Wer weiß es? Wer weiß, wie der Tee heißt? Wir verschenken heute Dinge. Dingen. Mal gucken. Tee. Wer weiß, wie der Tee heißt, kriegt ein Geschenk. Das sind dann aber niemand, der nochmal guckt. So, ich muss, also jetzt wirst du auch mitkriegen, warum das mit der Kommentarfunktion hier scheiße gelöst ist. Aha, warum? Naja, weil man sie halt nicht unbedingt sieht, wenn man nicht aktualisiert und so. Ah ja, okay. Ach guck, hier die Brigitte schreibt, hallo, schönen Abend. Hallo, ja. Schönen Abend, Brigitte. Schön, dass du dabei bist. Dir auch einen schönen Abend, Brigitte. So. Freut mich. Ach, das ist cool. Also heute endlich mal wieder zu zweit vor der Linse. Ja, es gibt heute vielleicht nicht ganz so einen festen Ablauf wie sonst, wenn ich mit anderen Musikern rede, die ich dann so zugeschaltet habe. Wir haben uns auch nicht ganz so ein großes Konzept gemacht. Wir wollen halt einfach mal, also die Idee war eben gewesen, ich habe euch bisher immer so Musiker anderer Projekte vorgestellt oder anderer Bands. Und die Leute, mit denen ich sonst so zusammenarbeite, bekommt ihr ja gar nicht so mit. Also es gibt ja durchaus Leute, die mich nur aus dem Internet kennen oder vielleicht schon live gesehen haben, aber nicht mit all den Musikern, mit denen ich zusammenarbeite. Also die zwei, mit denen ich am meisten auf der Bühne stehe, sind ja Luisa Bauer an der Geige und eben der Hugo am Cajon, zumindest bei Weisker. Und ja, diese Leute, die kriegt ihr immer so vorgesetzt. Also ich poste, ich bin heute mit dem Hugo da, morgen mit der Luisa dort und dann spielt mal irgendein anderer mit. Aber ihr kennt ja die Leute gar nicht. Und wenn ihr nicht live mal mit dabei seid, lernt ihr sie nicht kennen und deswegen habe ich den Hugo eben mal hierher geholt. Und ja, wir haben einfach Lust, euch mal so ein bisschen den Hugo, also ich habe Lust, euch den Hugo näher zu bringen. Genau, den Willi kennt ja schon jeder. Den, genau, ich rede ja hier auch am laufenden Band. Aber das möchte ich gerne runterfahren, eigentlich bist du ja hier so ein bisschen zum Reden da. Und frag mich was. Fangen wir an, oder? Ja. Fangen wir an. Ich habe nachgeguckt, weißt du aus dem Stand, wann wir uns kennengelernt haben? Das muss so 6 Jahre her gewesen sein. Nee, das ist zu lange. Zu lang? Das ist zu lang. Echt? Ja. Aha. Es war Ende 2012. Oh. Habe ich nachgeguckt, weil ich heute nach alten Bildern geguckt habe von uns. Und ja, es war Ende 2012. Oder so, ja. Und zwar in Pirna. In Pirna. Ja, beziehungsweise ursprünglich erstmal am Telefon. Stimmt. Weil ich dich angerufen habe. Du hast mich angerufen, genau. Das kann ich vielleicht nochmal erzählen. Also das ist eine Sache, die ich bisher nicht so kommuniziert habe. Ich hatte ja mit dem Felix angefangen, Musik zu machen. Und macht das ja immer noch. Und zwischendurch war es aber eben so, also wie vielleicht manche von euch wissen oder viele jetzt vielleicht schon mitbekommen haben, es ist ja so, dass ich die Musik dankenswerterweise jetzt in Vollzeit machen kann. Übrigens auch dank der Unterstützung von vielen von euch. Da bin ich wirklich sehr dankbar. Und nun ist das ja keine Sache, die von jetzt auf gleich passiert ist und ein Plan, der schon lange in meinem Kopf gereift ist, also zumindest eine Idee war das schon lange gewesen. Und deswegen habe ich die Musik immer mit relativ großer Intensität betrieben, alles Mögliche mitgenommen, was ging. Und das klappte beim Felix aber nicht. Und da hat man eben auch mal unterschiedliche Ansichten. Und der eine macht es vielleicht mehr aus Spaß, der andere ambitionierter, weil er andere Pläne hat. Und diese Probleme hat man ja immer mal in Bands. Ich bin froh, dass ich mit dem Felix trotzdem so zusammen geblieben bin und wir jetzt unser Maß gefunden haben, mit dem wir zusammenarbeiten. Und ich wollte aber eben möglichst viele Auftritte machen und die nicht unbedingt immer alleine, dann eben alternativ, sondern eben auch wieder mit jemandem zusammen. Und da ich dieses Cajon an meiner Seite ziemlich cool fand, habe ich geguckt, wer kann noch Cajon spielen. Habe im Internet geschaut und dann eine Anzeige gefunden von einem Cajonisten und das war dann der Hugo. Und dann haben wir telefoniert. Das war eine Anzeige? Das war hier, irgend so ein Kleinanzeigen-Ding war das. Musiker? Mm-hmm. Okay, weiß ich nicht mehr. Keine Ahnung. No? Doch, das war gerade so die Zeit, wo ich überhaupt erst angefangen habe, Cajon zu spielen. Mhm. Und dann habe ich da Musiker gesucht. Ja, stimmt, ja, klar. Und du hast dann angerufen und wir haben uns getroffen. No. Ja. Und also vielleicht ganz kurz, also Cajon ist diese, also ihr habt es bestimmt alle schon mal gesehen, das ist diese Holzkiste, auf der man genau sowas, wenn man das jetzt nah an die Kamera hält, also richtig nah, dann sieht das fast schon richtig groß aus. Naja, so ungefähr. So ungefähr. Wir werden euch dann mal ein paar Bilder zeigen von Gigs von uns und dann werdet ihr es sehen. Also diese Holzkiste, auf der man drauf sitzt und entsprechend trommelt mit verschiedenen Sounds, die sich da ergeben. Willst du das ganz kurz erklären oder ist das Allgemeinwissen und die Leute kennen das eigentlich und wir reden... Ich weiß nicht, alle fragen danach, was das für eine Kiste ist. Also die meisten fragen wirklich danach, was das ist. Oder glauben, dass es elektrisch oder elektronisch wäre mit Verstärker und Abnahme. Also ich habe schon Mikrofone vorne und hinten dran.
Es hat ein Schallloch, ein ziemlich großes und natürlich viel Volumen. Und es gibt ganz, ganz unterschiedliche. Also es gibt welche mit Snare-Sound, die ein Schlagzeug imitieren. Viele, die geschraubt sind vorne. Also so, wenn man jetzt hier das da hätte, wären vorne Schrauben. Ups, so rum, ist egal. Wären Schrauben dran. Das wird für den Flamenco benutzt oder für brasilianisch-kubanische Musik. Also alles, was Latin ist. Und ich spiele eine, die geschlossen ist von ER Akustik. Ja, da kann man vielleicht immer so ein Stück zeigen da oben. Okay, also man sieht leider, leider nicht so viel. Es geht nicht ganz so nach unten, aber das ist eben diese Holzkiste. Genau, und da sieht man, dass da keine Schrauben dran sind. Und die hat halt den Vorteil, dass sie wirklich annähernd an ein Schlagzeug rankommt. Das ist noch gut abgemischt und das macht der Willi immer ganz toll. Mhm. Mhm. Und dann hat man natürlich einen sehr fetten Sound. Herkommen tut das Ganze eigentlich aus, ich weiß jetzt gar nicht, 1800 oder sowas. Spanischer Eroberer, 1600, was war das? Keine Ahnung. Weiß auch nicht. Irgendwie wusste ich es. Du bist doch der Trommelpilz. Ja, aber geschichtlich habe ich da gar nicht auseinandergesetzt. Die spanischen Eroberer, die ihre Sklaven mitgenommen haben nach Peru. Und denen die Trommeln abgenommen haben. Und die haben aus diesen Bananenkisten und Holzkisten, die sie hatten, sich halt diese Cajons gebaut. Die sahen natürlich nicht so schick aus wie heute, aber haben ihren Zweck erfüllt. Ja, und das hat sich bis heute durchgesetzt. Das ist wie beim Hugo, der sah damals auch nicht so schick aus wie heute. Okay. Und trotzdem, also bei uns jetzt hier in unseren Breitengraden sozusagen, ist so ein Cajon ja irgendwie erst so in neuerer Zeit dann bekannt geworden. Und ich weiß noch, die Anfangszeit, die ich mit dem Felix, der Hugo trinkt den Tee. Übrigens eure Chance nochmal zu sagen, was das für ein Tee ist. Vielleicht könnt ihr was gewinnen bei der ganzen Sache. Die also regelmäßig zugucken, wissen es. Habe ich bis jetzt in jeder Sendung in der Tat getrunken. Nee, und als ich mit dem Felix angefangen habe, die Musik zu machen und er dann mit dem Cajon gespielt hat, haben die wenigsten gewusst, was das ist. Und die haben dann immer diese Kiste angestarrt und geguckt und wie geht das und was ist da. Also hast du das jetzt gerade schon mit erzählt? Nee, ne? Warum? Also ich meine, wie der Snare-Sound zustande kommt, das finde ich. Ja, gut. Also gut, das in der Cajon, also nochmal hier, ist hier normalerweise eine Öffnung. Und da drinnen ist neben dem Schlagfell sind entweder Gitarrenseiten gespannt, die dann klappern und schnarren. Oder aber, wie jetzt in meinem Fall bei meiner, da ist wirklich eine Schlagzeugfeder drin, wie bei einer Snare, also ein Schlagzeugteppich. Mhm. Und beim Anschlagen oben kommt natürlich der Sound von der Snare, während unten der Bass dann da ist. Und das ist eigentlich ein ganz einfaches Prinzip, ist nichts Kompliziertes, hat aber einen tollen Effekt. Also eure Aufgabe wäre es jetzt einfach mal bei YouTube zu gucken, vorzugsweise auf unserem, also auf meinem oder Hugos Kanal. Genau. Bestenfalls noch auf Hugos Kanal, weil da ist der Fokus natürlich auf die Trommeln. Und dann könnt ihr es also nochmal hören, auch mal isoliert hören von der restlichen Musik. Und dann habt ihr einen guten Eindruck, falls ihr das also noch nie gehört haben solltet. Und wir haben uns auch dazu entschlossen, heute mal ein bisschen Musik vor der Kamera zu machen, nicht zu viel, 2-3 Songs, aber eben nicht mit dem Cajon, weil es jetzt hier erstens mal nicht der Platz nicht hergibt, zweitens ist es für hier jetzt zu laut. Und deswegen machen wir das in abgespeckter Variante, das machen wir dann gleich. Vielleicht erzählen wir trotzdem mal, also wir haben uns damals dann getroffen bei dir im Proberaum und das weiß ich noch, das war ziemlich cool. Die Christine war mit. Ja. Und die war nämlich gerade schwanger zum ersten Mal. Und der Hugo meinte, du hast gesagt hier, du hast nichts, du hast keine Einrichtung in dem Proberaum, der ist total leer. Genau. Also genau. Nicht mal Sitzplätze. Nee. Und da habe ich dann, ich habe damals noch in so einem Sportladen gearbeitet, habe ich so einen Big-Size Campingstuhl geholt. Ja, genau. Den haben wir immer noch. Und der ist immer noch top. Stimmt. Hier bei den Kulturalltagen hatte ich den auch mit übrigens. Da hast du sogar drin gesessen. Da habe ich drin gesessen, genau. Genau, den habe ich gekauft und mitgenommen und so. Und da hatte dann die Christine was zum Sitzen und wir haben dann zum ersten Mal geprobt eben. Und das ging ja gar nicht zu lang, dass wir zu zweit geprobt haben. Das war dann vielleicht 3-4 Mal. Höchstens, ne? Höchstens, ja. Und dann, ich wüsste gar nicht, das kam durch dich? Ja, das war der Ulf, mit dem du jetzt die Whisky-Messe machst. Genau, dazu dann nochmal mehr. Dudelsackt und der René König aus Pirna, der mit dem Ulf zusammengespielt hat und die Alex von, wie heißt die? Oh, Shamrocks. Shamrocks, genau. Also das war so die Besetzung und dann haben wir halt zu viert das Ganze weitergemacht, ja. Genau, jetzt habe ich diese richtig offiziellen Bandfotos habe ich gar nicht. Aber ich habe hier ein Proberaumfoto, das ist jetzt mal eine richtige Rarität für euch, passt mal auf. Es ist relativ klein aufgelöst, ihr seht, ich hatte noch kürzere Haare. Ach ja, Jürgen Schneider war auch dabei. Der war mit dabei. Der ist leider verstorben. Kürzlich erst, genau.
Genau, Dudelsack, das ist der Ulf von Dresden Bagpipes, aber der René hat eben auch mitgemacht, war noch ein zweiter Dudelsack. Ich weiß gar nicht, ob ich die Fotos habe ich jetzt dann doch nicht hier mit dabei. Aber ist egal. Dann, genau, Hugo hat es ja schon gesagt. Also Gitarre, Geige, Cajon, Gesang. Und war nicht noch was? Achso, und der Sebastian war immer mit dabei gewesen. Sebastian hat die Technik gemacht. Der war zu jeder Probe als Tontechniker mit dabei. Das war eigentlich, an sich war das ziemlich cool. Also die Idee war geil, die Besetzung war cool, die Musiker an sich cool. Trotzdem hat es irgendwie dann zu nichts geführt so richtig, weil... Weil? Jetzt kommt's. Weil der Hugo ein großer Arsch ist. okay. Nee, Quatsch, aber das lag tatsächlich, ich glaube, das Problem an dieser Combo war gewesen, dass wir alle aus so kleinen Projekten kamen. Also ich habe ja solo oder zu zweit gespielt und viele anderen waren auch... Erstes Stück, das wir zusammen gespielt haben. Ja? Kann sein, weiß ich gar nicht mehr. Ja. Auf jeden Fall waren wir alle aus so kleinen Projekten gekommen und ich glaube, das war ein Problem. Und tatsächlich war es ja wirklich so gewesen, dass der Hugo und ich uns am Anfang in die Haare gekriegt haben. Also wir haben uns jetzt nicht bösartig gestritten, aber so richtig beste Freunde waren wir. Nee, überhaupt nicht, nee. Ja? Und als ich jetzt, der Ulf ist offensichtlich nie so viel im Facebook unterwegs, der hat also nicht so, der wusste das ja gar nicht mit uns. Dem habe ich jetzt erzählt, dass wir eben regelmäßig zusammen auftreten. Und da hat er gesagt, echt, mit dem Hugo, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ihr könntet euch doch irgendwie überhaupt nie leiden. No? Ach nee, wir haben das doch schon nach einer Woche war das doch schon wieder besprochen jedenfalls erstmal. Naja, gut, aber das war Projekt... noch nicht befreundet wieder. Befreundet weiß ich auch nicht. Ja, aber es war einfach mit ein bisschen mehr Frieden drin. Der Wolfgang schreibt übrigens, ihr seid die Schönsten. Wolfgang, das stimmt, ja, da hast du recht. Ja, ja. Und der Mike... Neben dem Wolfgang natürlich. Ja. Und der Mike schreibt, auch ich habe ja ein Palituch, das ich oftmals... Panisch such. Ah! Sehr gut. Deswegen habe ich es immer am Hals, ich finde das immer. So, aber knüpfen wir da mal an. Also wir sind dann da auseinandergerannt und jetzt kommt die Frage und die konnte ich mir selber nicht beantworten. Weißt du noch, wieso wir wieder zusammengekommen sind und was der erste Gig war? Ich habe auch versucht, anhand der Fotos das rauszukriegen und ich weiß es nicht so richtig. Du hast mir... nee, Moment. Ich glaube, es war eine Privatfeier wahrscheinlich. Es war nichts Öffentliches, nehme ich mal an. Haben wir zusammen Privatfeiern gemacht? Ja, na klar. Wo denn? Na, zum Beispiel in diesem Hotel. Geburtstag, ja, genau. Hm? Also ja, ein Geburtstag ist eine Privatfeier. Ja, scheint so, ja. Hey, na klar. Ist nicht öffentlich, ja. Stimmt. Nee, wir haben irgendwie wieder über Facebook Kontakt aufgenommen. Und vielleicht weiß es einer von euch. Einer von den Hardcore-Fans. Hm. Vielleicht fällt es euch ein. Nee, also ich weiß es wirklich nicht mehr. Also irgendwie, na gut, also damals, als wir zusammengefunden hatten, war es ja so, dass ich ja noch gar keinen Plan hatte, was ich eigentlich so richtig machen will, musikalisch und wo das hin soll. Und dann entstand ja diese Weisgar-Sache erst und die entstand tatsächlich 2012 schon. Ich habe 2012 mit Weisgar meine Single veröffentlicht, aus dem Versuch heraus. Aber dann ist ja Weisgar, das Live-Programm, tatsächlich erst 2015 wirklich entstanden. Und vorher haben wir definitiv auch nirgends live gespielt. Mm-mm. Und das kam dann irgendwann später. Also keine Ahnung, wir wissen es irgendwie selber. Ich glaube, das war telefonisch und wir haben uns über irgendwas mit GEMA oder irgendwelchen Rechten oder sowas unterhalten. Das, glaube ich, war so der Punkt. Oder du hast, ja, ich weiß nicht mehr genau. Egal, wurscht. Und dann sind wir halt wieder zusammengekommen, haben ein paar Mal zusammen nochmal geprobt. Du hattest unterdessen einen neuen Proberaum, glaube ich, und dann sind wir irgendwie aufgedreht. Ist auch völlig wurscht. Und letztendlich spielt der Hugo ja aber auch gar nicht so sehr dieses reine Weisgar Liedermacherprogramm mit, sondern dann doch irgendwie so die Stimmungsmucken. Und da waren wir dann doch viel zusammen unterwegs. Da müssen wir jetzt nicht vorgreifen, das können wir dann mal machen. Aber eine Sache für die das nicht mitbekommen haben. Wir waren jetzt, letztes Wochenende war das Weinfest Pesterwitz. Da war ich von Freitag bis Sonntag eingespannt. Und am Samstagabend bin ich dann vom Weinfest weggefahren und wir sind nach Eubin gefahren. Oh ja. Der Hugo ist doppelt so weit gefahren wie ich, obwohl er etwa die gleiche Distanz zurückgelegt hätte müssen. Das war ein anderes Navi. Aber ich habe noch einen Fuchs getroffen, der mein Auto wollte. Genau, und du bist dafür auf dem Rückweg geblitzt worden, so wie ich. Genau. Also es könnte passieren, ich bin demnächst mal eine Weile Fußgänger, das werden wir mal sehen.
Übrigens kann es sein, dass der Stream gerade im Moment mal kurz gestockt hat. Das weiß ich jetzt nicht genau. Das werden wir sehen. Warte mal. Wurde ich darauf gerade hingewiesen? Nee. Ja, egal. Entschuldigt bitte. Das ist eben live. Ne? Live. So, kommt Verschiedenes zusammen. Was hat, die Christine hat mir gerade was geschickt hier. Ich hoffe, das ist wichtig, Christine. Und es ist wichtig. Die Christine, warte, das muss ich jetzt nebenher beim Reden speichern. Die Christine hat alte Fotos von uns gefunden. Oh. Und die, an die kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Die speichere ich ganz schnell und dann kann ich die euch zeigen. Oh. Ah, richtig geil. Ihr seht's gleich. Ihr könnt's, gleich könnt ihr es sehen. Ich muss sie noch ganz schnell speichern, dann. Vielen Dank, Christine. Das ist ja geil. Oh, guck mal, wie jung du da warst. Warte. Wie geil. Ach, das ist ja cool. Oh, guck mal, wie ich da aussah. Da warst du noch gepflegt. Noch? So, liebe Leute, jetzt können wir es euch gleich zeigen. Das ist ja geil. Also, hier, das war unser, wahrscheinlich sogar unser erstes Treffen da im Proberaum. So, hier, man beachtet die schöne Tapete. Das ist noch eine echt original DDR-Tapete. Geil. Und hier, Willi mit kurzen Haaren, also kürzeren Haaren zumindest. Aber ist noch jung und schön. Hier sieht man übrigens so ein, das Cajon eben, ne? Das, was wir vorhin nur oberhalb gesehen hatten. Und da ist die Alex von den Shamrocks eben, die Sängerin. Da ist der Hugo. Mit einem modischen Hemd, du, das ist unfassbar. Wahnsinn. Ah, und der Ulf. Was ist denn hier eigentlich mit dem irgendeinen komischen Nebensound haben wir da? Und der Ulf am Dudelsack, genau. So, na gut, also das nur mal insofern. Soweit und jetzt aber nochmal zu Eubin. Also wir sind da auf dem Feuerwehrfest gefahren und wurden da eingeladen, um Stimmung zu machen. Und wir kamen aufs Gelände und ich muss sagen, ja, am Anfang, ich habe so ein bisschen gedacht, boah, mal gucken, was das hier für eine Veranstaltung wird, ob das jetzt hier so ein dolles Ding wird oder nicht. Und dann haben wir angefangen zu spielen und die Leute waren sofort gut drauf und wir haben eine riesen geile Stimmung da gehabt. Ja, du hattest erstmal einen skeptischen Blick, als ich kam. Naja, ich war... So wird das jetzt was? Oder? Übrigens, ich habe keine Ahnung, wie man den Namen ausspricht. Ritanka... Das ist, glaube ich... Schreibt Love from India. Genau. Das ist richtig cool. Das ist cool. Ein FB-Freund von mir. Ah, viele Grüße das zurück an toll, den danke. FB-Freund. Hugo hat doch gar keine Haare. Hugo? Ich habe doch auch von meinen Haaren gesprochen, oder? Sagt der Wolfgang. Ja, ist ja egal. Was, Wolfgang? Also, nochmal zurück zu Eubin. Irgendwann kriegen wir die Kurve. Und wir hatten also wahnsinnig coole Stimmung mit den Leuten. Das hat unglaublich viel Spaß gemacht. Die waren richtig cool drauf. Und dann habe ich dann gesagt, seid ihr dazu bereit, so richtig doof zu sein? Also, na, und dann ist es so, ich singe also mit den Kindern im Kindergarten ein Feuerwehrlied. Also, weil wissen ja die meisten von euch, dass ich in Kindergärten Musik mache. Und da habe ich gesagt, komm, wir machen ein Kinderlied, ein Kinderfeuerwehrlied. Weil das war das Erste, was mir in den Sinn kam, als ich dort über den Hof gefahren bin. Und die haben tatsächlich alle gesagt, ja, machen wir. Und dann haben wir das gemacht. Und einer der Feuerwehrleute dort hat es gefilmt und uns geschickt. Wir haben es ja auch hochgeladen. Also viele von euch haben es vielleicht sogar gesehen. Für die, die es nicht gesehen haben oder die, die es einfach nochmal mit uns zusammen gucken wollen, kommt es jetzt. Und zwar... Die pumpt Wasser aus dem Keller, genau. Ach so. Es läuft das Wasser in... Warte, wir machen das gleich nochmal. So, jetzt könnt ihr es auch sehen. Ja, richtig. Und liebe Kinder, was macht die Feuerwehr noch? Die pumpt Wasser aus dem Keller. Genau. Es läuft das Wasser in den Keller von dem kleinen Haus. Die Feuerwehr kommt angerannt und pumpt das Wasser raus. Ja, der Wind macht. Am coolsten finde ich ja den Typ da in grün. Der saß so der ganz hat, trocken hat die ganze und so, Zeit so gemacht. Aber am Ende hat er doch geklatscht. Pass auf, wir gucken uns mal zusammen an. Super. Und auch die Feuerwehr hat irgendwann mal Feierabend. Und deswegen die Feuerwehr, die fährt jetzt schnell nach Haus. Der Hauptmann von der Feuerwehr, der ruht sich erstmal. Das fand er ganz gut. Ja,
tütata, tütata, tütata. Ja. Klasse war auch Ute, gell? Genau, die, das hat man jetzt hier nicht so gesehen, aber davon war noch eine Frau, die hatten wir dann ab und zu mal vorgeholt. Die hat dann mit geshakert. Und das hat sie auch gut gemacht. Ich hatte nur das Gefühl, je später der Abend wurde, desto mehr hat sie geshakert. Und dann musste man sich so ein bisschen in Acht nehmen, weil die dann immer so... Ich habe gedacht, die haut im Hugo ja, ja, die Rübe runter. Naja. War ein cooles Fest. Ganz klasse. Das war auf jeden Fall cool. Ich musste halt am nächsten Früh wieder zeitig auf dem Weinfest stehen. Deswegen war es ein bisschen schade, sonst hätte man da noch ein bisschen länger machen können vielleicht. Aber ja, spaßig war es auf jeden Fall. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir so einigermaßen Faden wiederfinden. Also genau, wir hatten also damals angefangen, da zusammen zu spielen. Schade, die offiziellen Fotos habe ich jetzt nicht rausgesucht. War aber eine coole Sache. Später sind wir also zusammengekommen und haben einige Auftritte gemacht. Was das so war, das werden wir euch auf jeden Fall noch erzählen. Wollen wir mal ganz kurz einen Song spielen? Hast du Bock? Mama? Ja. Ich wollte vorhin noch meine Gitarre stimmen, das habe ich vergessen. So, ach so, und das ist nochmal zur Erklärung. Also normalerweise spielt der Hugo ja eben Cajon. Das konnten wir jetzt hier aus Platz und, habe ich ja schon gesagt, Lautstärkegründen nicht machen. Sollen wir die Bongo oder sollen wir die Dabulka? Mach mal die Dabulka. Ist sie jetzt schon kaputt? Kaputt. Nee, das ist die Dabulka. Das ist übrigens eine Dabulka. Das musste ich auch erst lernen. Das ist eine türkische Dabulka. So, ich gebe uns ein bisschen Hall hier drauf und wir spielen jetzt den Song Freiheit, den ihr ja bestimmt schon in 100 Versionen gehört habt. Jetzt spielen wir den mal so ein bisschen in so einer swingigen Version nicht, aber so beschwingteren Version. Wer übrigens in der Weißker Insider-Gruppe ist, der hat den Song von mir schon mal live gehört. Da habe ich nämlich schon mal live Musik gemacht und da will ich das auch weiterhin anbieten. So in dieser Form wird es das vermutlich nicht nochmal geben, weiß ich noch nicht genau, aber eigentlich nicht. Und wer aber in die Weißker Insider-Gruppe kommen möchte, hat also die Möglichkeit, sowas da ab und zu mal zu hören, wahrscheinlich in Zukunft. So, ich... Hi. Hi. Und eingezwängt, Freiheit ist mir völlig fremd. Zwischen dicken Gemäuer ist es mir nicht geheuer. Ich bin schon viel zu lange Knecht und mach es allen anderen recht. Mein Leben lang war ich auf Knien, wagte es nicht zu entfliehen. Nur wer frei ist, ist ein König, und ein König will ich sein. Von alten Lasten will ich mich befreien. Ist ein König und ein König will ich sein. Von alten Lasten will ich mich befreien. Ich bleibe nicht mehr länger her, denn die Freiheit ruft nach mir. Was gibt es hinter dieser Mauer? Ich breche aus, dann bin ich schlauer. Lasse mir nichts mehr diktieren, lauf nicht mehr auf allen Vieren. Mach mir das Leben nicht mehr schwer, bin ab jetzt mein eigener Herr. Oh, nur wer frei ist, ist ein König, und ein König will ich sein. Von alten Lasten will ich mich befreien. Oh, nur wer frei ist, ist ein König, und ein König will ich sein. Von alten Lasten will ich mich befreien. Sagen, wird nicht mehr um Erlaubnis fragen, nicht mehr zögern, nur noch wagen, Pfade in die Freiheit schlagen. Als König über meine Welt mache ich, was mir gefällt. Es ist mir ganz egal, wenn sich mir jemand entgegenstellt. Nur wer frei ist, ist ein König, und ein König will ich sein. Von alten Lasten will ich mich befreien. Oh, nur wer frei ist, ist ein König, und ein König will ich sein. Von alten Lasten will
So, ich hoffe, das war jetzt nicht zu übersteuert. Ich habe gerade gesehen, der Pegel schlug gerade etwas aus. Und wir sind immer schneller geworden. Ja, das ist okay. Ja. Also in dieser Form spielen wir ja sonst nie zusammen. Das ist jetzt sowieso sehr konstruiert. Und sollten wir noch einen weiteren Song spielen, dann wäre der ohnehin auch ja, noch schneller. Noch schneller. Naja, und vor allem auch noch improvisierter. Also in dieser Form spielen wir ja sonst nicht. Aber das ist ja eben gerade der Sinn und Zweck gewesen. Das wollten wir eben heute mal probieren. Liebe Grüße von Emil, sagt die Katrin. Das freut mich. Er freut dich, dich zu sehen. Hallo Emil. Also schön. Ich habe übrigens dein Musikvideo gesehen, was du über deine Mama zu mir geschickt hast. Der Emil ist nämlich ein Kindergarten, also ein Junge aus dem Kindergarten, mit dem ich Musik mache. Und also das ist schön. Liebe Grüße an dich, Emil. Das finde ich ja cool. Du bist ja noch wach. Also ist Wochenende. Dann kannst du ja noch ein bisschen zugucken. Okay. Lied haben wir gespielt. Ja. Du hast da auch noch Wasser. Also wenn du jetzt nicht die ganze Zeit solchen, diesen gar leckeren... Es hat noch keiner beantwortet, wie der Tee heißt. Also ihr könnt... Wollen wir das... wir machen das zur Aufgabe. Also er schmeckt einfach bitter und er schmeckt grün. Okay, also das ist der Hinweis vom Hugo. Wir machen das folgendermaßen. Ihr könnt heute etwas gewinnen. Und zwar... Verschiedenes, aber jetzt diese Frage, das ist so ein bisschen für die Leute, die öfter mal dabei sind, sonst kann man das ja nicht wissen, wenn ich sage, was trinke ich für einen Tee, kommt ja sonst keiner drauf, aber wer die vergangenen 19 Folgen gesehen hat, der müsste es eigentlich wissen, denn ich trinke ihn ja immer. Es gibt einen coolen Musiker, den habe ich hier noch nicht vorgestellt in der Sendung, vielleicht wird es mal werden und wir hören mal ganz kurz in einen Song von ihm rein, der lohnt sich definitiv zu hören. Und währenddessen oder danach sage ich euch, was es von ihm zu gewinnen gibt. Es gibt dazu ein cooles YouTube-Video. Lohnt sich definitiv anzugucken. Der Künstler heißt Justus Wirth. Der Song heißt Fliegende Fische. Das ist so trickfilmmäßig animiert. Sollte man sich definitiv mal anschauen. Ich bin so tief in deinem Blau versunken. Bin betrunken, nur von dir. Du sprühst in mir Milliarden bunte Funken und leuchtest wie ein Stern in mir. Flieg mit dir in Seifenblasen. Die Katrin fragt gerade, ob es noch ein Kinderlied gibt. Also wenn der Emil noch zuguckt, hast du Lust? Cool, ja, ja. Cool. Warte noch kurz. Also Emil, bleib kurz da, wir machen das gleich. Eine Sache nach der anderen. Und lebe mit dir einen Traum. Also ihr habt das Lied gehört. Justus Wirth, Fliegende Fische. Und es gibt von ihm sowas wie eine EP, sage ich mal. Sechs Songs sind hier auf dieser CD drauf. Und eben auch Fliegende Fische. Übrigens, die Verbindung zwischen Justus Wirth und mir ist, wenn man so will, Jörg Dahlbeck. Viele wissen ja, dass ich mit einem Texter zusammenarbeite. Das ist Jörg Dahlbeck. Und er hat auch diesen Text geschrieben. Beziehungsweise, ja doch, genau, ja, den hat er komplett geschrieben. Und wer will? Ich habe es vorhin in der Eile nicht mehr gefunden. Ich habe die CD zweimal, einmal für mich selber und einmal habe ich es aber sogar nochmal signiert. Und ihr könntet die jetzt gewinnen. Also entweder die oder die signierte, das weiß ich ja nicht genau, muss ich mal gucken. Und das ist so für die hardcore eingefleischten Fans, die jetzt genau wissen, wie der Tee heißt, den ich hier immer trinke. Aber wenn sich keiner findet, der das weiß, macht das auch nichts. Dann finden wir auch noch eine andere Frage, die wir euch stellen können oder eine andere Möglichkeit, um dass ihr die CD gewinnen könnt. Übrigens, ach CD, ganz schnell noch eine Sache. Sehr, sehr schön finde ich ja auch, dass wir hier als Gemeinschaft irgendwie so die Künstler unterstützen, die manchmal hier sind. Hugo, du gehst vielleicht leer aus, weil du ja nichts zum Verkaufen hast. Aber der letzte Künstler, der hier war, das war der Phil. War das der letzte? Ich glaube schon, ja. Der Phil aus Österreich. Und für den haben wir CDs verkauft. Ich habe 8 Leute zusammengesammelt, die seine CD haben wollten. Das habe ich übrigens, das Geld ist überwiesen. Die CD ist auf dem Weg. Und sobald die da ist, sage ich euch Bescheid. Das hat ein bisschen gedauert, weil wir Probleme hatten mit der Überweisung. Fragt mich nicht, warum. Aber jetzt kann es nicht mehr lange dauern und wenn sie da ist, schade Hugo, ich hätte sie dir heute gerne schon gegeben. Wäre schön, ja. Aber kann nicht mehr lange dauern, dann bekommen entsprechend die Leute ihre CD, die eine bestellt haben. Gut, hier mal genug zum Justus und
Katrin, wenn der Emil noch da ist, dann soll er auch noch ein Kinderlied kriegen. Und Hugo, jetzt müssen wir mal gucken, was wir dazu am besten machen. Vielleicht da Burka? Ich weiß es nicht genau. Ich spiele es mal an. Ja, okay. Wir machen mal den Bademann-Kapitän, okay? Kennst du den? Ja, ja. Haben wir den schon mal zusammengespielt? Ja, haben wir schon. Also, jetzt speziell für den Emil, aber gern auch für alle anderen, den Bademann-Kapitän. Wir müssen mal gucken, also... Fang einfach an. Probier dich einfach mal aus. Genau. Hall. Hall. Achso, ich mache jetzt aber direkt mal ein bisschen leiser, weil sonst wird das wieder so... Das Meer wird groß, Schiff ins Wasser, Fahrt geht los. Setz mir ne Seemannsmütze auf, mit nem goldenen Anker drauf. Wer wird nicht untergehen, der Badewannenkapitän? Wer wird nicht untergehen, der Badewannenkapitän? Ich kann das Land nun kaum noch sehen, nur blaues Meer, wohin man sieht, die Möwen singen laut ein Lied. Wer wird nicht untergehen, der Badewannenkapitän? Wer wird nicht untergehen, der Badewannenkapitän? Hey, Schaum treibt eine Flaschenpost, ein Wal, der bläst mein Kurs nach Ost. Wer wird nicht untergehen, der Badewannenkapitän? Wer wird nicht untergehen, der Badewannenkapitän? Den Sternen rauf, die Wellen schlagen über Bord und spülen mich nach Hause fort. Wer wird nicht untergehen, der Badewannenkapitän? Wer wird nicht untergehen, der Badewannenkapitän? Hey, hey, ho, oh. Hey, hey, ho. Oh. Das Wasser wird auch langsam kalt. Ich hoff, die Mama kommt nun bald. Zieht sie mir den Stöpsel raus? Ist es mit der Seefahrt aus? Wer wird nicht untergehen, der Badewannenkapitän? Okay, das war nicht geplant für heute Abend.
Aber macht nichts. Lass mal einen anderen Song weg. Zu viel wollte ich heute nicht singen. Ja, aber fetzt. Schön. Gucken wir mal, ob noch jemand was geschrieben hat. Ich muss das hier ab und zu mal aktualisieren. Manchmal geht das nämlich von selbst und manchmal nicht. Jap, die Katrin hat sich drüber gefreut und ich hoffe, der Emil auch. Sehr fein, schreibt die Andrea. Weiß gar nicht, wer das ist. Aber freut mich. Schön. Okay, das haben wir. Das haben wir. T hat sich noch nicht geklärt, die Frage. Vielleicht kommt es noch. Wenn nicht, lassen wir uns vielleicht noch was anderes einfallen. Oder vielleicht wollt ihr auch die CD von Justus Wirth nicht gewinnen. Aber ich wüsste nicht, warum man die nicht gewinnen wollen würde, weil die echt sehr, sehr gut ist. Na gut. Also, Hugo, du spielst ja nicht nur Cajon. Achso, vielleicht mal ganz eine andere Frage. Du bist ja irgendwann auch mal dazu gekommen und ich weiß, du hast ja eine musikalische Ausbildung. Das ist aber, hat nichts mit Percussion zu tun. Nee, nee. Erzähl mal. Ich habe mit 18, also ungefähr 100 Jahre her. Rein optisch? Definitiv. Nee, also habe ich kaum verändert. Nee. Du sahst mit 18 schon so aus. Nee, habe ich eine Ausbildung zum Gitarrenlehrer gemacht. Privatmusiklehrer. Und habe dann so ein paar Jahre Unterricht gegeben an Volkshochschulen, privat, öffentlichen Häusern, die Unterricht gegeben haben, auch meine Musikschule. Ja, und dann war die Zeit, was Vernünftiges zu machen. Und mehr Geld verdient. Okay. Also das wurde mir dann mehr oder weniger so aufgetragen. Und no? Dann habe ich also wirklich tatsächlich 30 Jahre fast überhaupt keine Musik mehr gemacht. Also kein Instrument mehr in der Hand gehabt, eine Gitarre stand rum. Achso, das wusste ich gar nicht. Nee, nichts mehr. Bis ich nach Pirna kam, habe ich wirklich tatsächlich null gemacht. Also vorher war ich in meinem Leipzigen Jahr. Halt, warte ganz kurz. Jetzt kommt's natürlich. Hast du schon gesagt, wo du herkommst? Nee, ne? Lass es mal. Hast du das schon gesagt? Nee. Okay, sehr gut. Nächste Chance, die CD zu gewinnen. Ah. Wer den Dialekt orten kann und... ich habe gar keinen Dialekt, du. Kannst du mal ganz kurz mal in Original sprechen? Wie Original? Naja, in deinem Dialekt eben. In meinem Dialekt, das ist schwer, du. Ich habe gar keinen Dialekt mehr. Wo ich da herkomme, da geht man so ohne Trunner Deutsch unter die Brick und da kommt man auf der anderen Seite wieder raus und dann guckst du dumm in die Welt. Also da komme ich her. Da. Welcher Dialekt ist es? Welche Region ist es? Wer es weiß, gewinnt eine CD von Justus Wirth, Fliegende Fische. Okay, entschuldige, jetzt habe ich dich unterbrochen. Nee. Also Leipzig war es nicht. Wir waren ja kurz bei Leipzig stehen geblieben. Dann bin ich halt nach Pirna und ja, dann habe ich halt eine Anzeige aufgegeben. Genau die, du gelesen hast. So, und das war dann ja, muss ja so 2012 gewesen sein. Aber nee, doch 12, ja. No? 11, 12 irgendwo. Ich bin auf die Cajon gestoßen in Dresden. An irgendeinem Musikgeschäft, die einen Ausverkauf gemacht, da stand einfach eine viereckige Kiste rum in schwarz. Und dann habe ich den Verkäufer gefragt, was das ist. Also getrommelt habe ich eigentlich schon als Kind. Ich habe mit 5 oder 6 im Karnevalsverein getrommelt. Das war so in der Wisp. Nee, sage ich jetzt nicht, wo die herkommt. Dann wäre ja das jetzt irgendwie gelaufen mit der Frage. Ja, ja, ja. Ja, ja. Geil. Mich hat man so als Klein immer auf die Bühne nach vorne gestellt. Es gab ja so Wettkämpfe, ich sage jetzt auch nicht, wie die hießen, dann weiß man es auch. Also es gab so Wettkämpfe zwischen den Fanfarenzügen. Ja. So, und der Karnevalsverein Fanfarenzug, in dem ich gespielt hatte, hatte halt das Glück, so einen Kleinen zu haben. Und den konnte man immer zum Schluss auf die Bühne stellen oder am Anfang, und zwar ganz alleine. Und dann machte der Bumm, 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 Bumm. Dann hast du immer einen ersten Preis gehabt. Hier ganz kurz, die Katrin schreibt am Rhein. Naja, aber am Rhein ist jetzt natürlich auch... Das ist ja, der Rhein kann auch Köln sein. Also, und Köln ist es nicht? Nein. Also das muss präziser werden. Und der Emil ist selig, er hat Luftgitarre gespielt, finde ich auch sehr schön. Okay, gut, Karnevalsverein hast du erzählt. Ich wollte dich nicht groß unterbrechen, aber manchmal muss man ja auf die Kommentare mal eingehen. Und das war so eigentlich, ja gut, und dann war das ja so die Zeit von Rock'n'Roll. Das Standbild. Muss ich direkt mal ein Bildschirmfoto davon machen. Nicht schön. Rock'n'Roll. Entschuldige, jetzt bin ich schon wieder. Das waren so die Rock'n'Roll-Zeiten und meine Schwester so mit Petticoat und Rock'n'Roll.
Und da, wo ich herkomme, da waren halt viele Amerikaner, so die ganzen Kasernen und GIs, die da so rüberkamen und ihre Kasernen hatten. Und da bin ich halt immer durch die ganzen Rock'n'Roll-Kneipen, schon mit 5 und 6. So, das war also so die Zeit, wo, ja, so die Musicbox und so. Und ich habe dann immer so als kleiner Dopsch alle Schallplatten umsonst bekommen, die da so drin waren, wenn die geleert worden sind oder ausgetauscht waren. So. Das war so eigentlich so der Gang der Dinge, ja. Und so hat sich das eigentlich entwickelt und getrommelt habe ich eigentlich auf allem, was so vorhanden war, egal was es war. Und ja gut, aber dann wurde es Gitarre, weil wir hatten immer schon einen Schlagzeuger. So, und eine Band hatten wir auch und ja, da war es dann die Gitarre gewesen. Und das war dann klassische Gitarre, was mir da nicht so viel gebracht hat, weil ich ja eigentlich Rockmusik machen wollte. So, und wie gesagt, dann eben einen Beruf ergriffen, Vergoldermeister, einen Betrieb gehabt und dann nach Pirna und Musik. So cool. Einfach. Also das heißt, das wusste ich selber gar nicht, das heißt, du hast vor dieser Anzeige gar nicht, also du hast ja gerade gesagt, du hast getrommelt, aber dass die Sache mit dem Cajon ist dann tatsächlich erst relativ... Also der Erste, der sich gemeldet hat, war jetzt der Wolfgang, der hier geschrieben hat. No. So, und der hat jemanden gesucht für Mittelaltermusik. Ja, aber was ich fragen wollte, war, du hast also jetzt gar nicht so viel vor der Anzeige angefangen mit Cajon spielen. Nee, ach so. Das war vielleicht, ich hatte die und irgendwie klopfte ich drauf rum. Das war so gut, also war jetzt kein so großes Problem, weil ich meine, Cajon ist eigentlich ein einfaches Instrument. Ja, so vom Prinzip her, ich meine, du kannst mit Bum Bum Zack, kannst du schon irgendwo jemanden begleiten. Also wenn jemand jetzt Gitarre spielt und sucht eine Percussion dazu, ist es einfach genial. Du musst nicht so viel können dazu. Ich meine, du kannst es dann halt wirklich ausarbeiten und das ist auch so die Dinge, die ich dann gemacht habe, so. Die Noten umgesetzt von Schlagzeug, umgeschrieben auf Cajon und ja, einfach weitergearbeitet. Nee, aber vorher habe ich das nie gespielt. Nee. Okay, dann hast du gesagt, der Wolfgang hat sich gemeldet, Mittelaltermusik stand auf dem Programm. Das war der Erste, der sich gemeldet hat. Der kommt aus Köln. Dr. Gölsche Jung, der ist da rübergekommen und hat da irgendwie, ja, weiß nicht, wo er genau jetzt vorher war, aber ich glaube Köln und dann direkt Pirna, weiß ich nicht. Und der hat mich dann angeschrieben. Also wir waren alles drei Männer, die irgendwo, ja, auf einmal alle eine neue Frau hatten. Und die alte war weg, was jetzt nicht das Verkehrteste wahrscheinlich gewesen ist. Okay. Und ja, und so haben wir uns da kennengelernt. Das war noch einer aus Chemnitz, der Rainer, mit dem ich auch noch übrigens Musik mache. Mit dem Wolfgang mache ich Musik. Ist das der Geiger? Das ist der Geiger, genau. Und... ja, dann haben wir angefangen und haben Farkas gegründet. Deshalb, Wolfgang hatte den Namen Farkas schon. Ja, schade, habe ich jetzt leider nichts zur Hand. Da hatten wir eigentlich schon mal ganz lustige Auftritte und haben ganz ruckzuck ein ziemlich großes Programm zusammengetragen. Und genialerweise haben wir dann bei Facebook da uns reingeschrieben mit Farkas und da gab es eine CD-Release-Party von... irgendwas mit einer Metalband auf jeden Fall aus NRW, die uns dann angeschrieben haben, ob wir Vorband spielen könnten in Oberhausen. Riesendisco, so mit zwei Bühnen in zwei Etagen und also Go-Six und so da drin. Und ja gut, da sind wir da hingefahren und eigentlich dachte ich, oi, so die älteren Herren da in so einer Disco, Go-Six, Metal und so. Ob das ankommt. Jedenfalls hatten wir wirklich einen Bombenerfolg gehabt. So haben wir es dann angefangen und dann haben der Wolfgang und ich mich zerstritten. So ähnlich wie bei uns. Und, das muss an dir liegen. Merkst du es? Wahrscheinlich. ja, mit der Wahrheit gehen die meisten irgendwie nicht so gut um. Ah, das war das. Okay, und naja, und dann kamst du. Dann kamst übrigens, du. Die Katrin schreibt Bingen am Rhein. Nein. Schade, wobei Katrin. Das jetzt schon so ein bisschen die Nähe so ganz langsam hin. Warte mal, eigentlich ist die Region ist doch. Oder ist das jetzt sehr. Wie weit ist das weg? Bingen. Also, ich habe jetzt nicht nach der Stadt gefragt. Ich wollte ja die Region. Bingen, das ist jetzt so 50 Kilometer weit. Ja, das ist getroffen, oder? Also, ich meine, so. Ja, eigentlich schon, ja. Klar. Ja, logisch.
Komm, ich habe nicht nach der Stadt gefragt. Ist das jetzt Rheinland-Pfalz, Bingen? Das müssten wir jetzt rauskriegen. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Du kommst doch aus der Ecke. Ja, aber ich habe mich da auch wenig drum gekümmert. Ach komm, die Katrin hat gewonnen. Guck mal nach. Bingen am Rhein. Rheinland-Pfalz. Naja, nee, dann ist es falsch. So, Katrin. Das war's. Aus. Schluss. Guck mal hier, Hugo Dressler sieht zu. Kennst du den? Das wird wohl meine Frau sein. Oh, Schatzi. Ach, die. Ja. Nee, Bingen am Rhein ist es nicht. Aber es kommt schon. Ja, komm, also Katrin, wenn du jetzt noch eine halb richtige Antwort kriegst, ist gar nicht mehr so weit weg. Dann hast du mindestens anderthalb richtige und dann hast du die CD gewonnen. Also es liegt nie an mir, ne? Also wenn es nach mir gegangen wäre, hättest du schon. Nee, das ist aber Rheinland-Pfalz, das kann man nicht machen. Aber du merkst, also selbst du eckst mit dem Hugo an, ne? Das ist halt ein Arsch. Ich weiß, ja. Dann Hessen. Jawohl. So, gewonnen. Das war ja jetzt cool. Auch ein Geschenk, oder? Das war jetzt so, okay. Also, Katrin, bitteschön. Okay. Da habe ich wenigstens nicht so einen weiten Weg bei der Auslieferung. Lege ich ins Fach um Emil. Glückwunsch. Justus wird fliegende Fische. Geht an dich. Geil. Nochmal ganz kurz. Hallo. Gehen wir gleich mal ein bisschen in die Mitte. Yeah, schreibt sie. Also, fliegende Fische. Justus wird. Cool. Kriegst du. Vielen Dank, sagt sie. Ja, das waren die besseren Geschenke. Wieso kommt jetzt die schlechte? Jetzt kommt nur noch Scheiß. Doch, ich hab doch auch noch was. Ja, eben. Ja. Okay. Der Hugo hat es nie leicht mit mir. Aber ich halte ihn jung. Och, zu Hause. So. Okay. Sehr schön. Übrigens, weil wir gerade dabei sind, hier Dinge einzuspielen, möchte ich euch ganz gerne nochmal auf was hinweisen. Nächste Woche findet die Whisky-Messe statt von, also jetzt Freitag bis Sonntag, also 29.09. bis 1.10. Ich war für die Organisation des kulturellen Teils zuständig und würde jetzt mal, also ihr wisst, bei diesen Streams gibt es keine Werbung, es wird nichts, fallen keine Kosten an für euch. Und für uns kein Gewinn. Und also ich habe die kulturelle Organisation dieser Messe gemacht und unter anderem auch einen Radiospot, der in diesen Tagen bei Radio Dresden zu hören ist. Und den zeige ich euch jetzt mal. Kommen Sie zur Whisky- und Genussmesse im Dresdner Ostrapark. Vom 29.09. bis 1.10. präsentieren Ihnen über 40 internationale und regionale Hersteller Whisky aus aller Welt. Erleben Sie außerdem Verkostungen, Oldtimer-Busrundfahrten, Live-Musik und vieles mehr. Informationen auf whiskymesse-dresden.de. Oh, diese professionelle Stimme. Ich muss auch sagen. Scheiße, ist das gut. Ja, nee, also das fand ich irgendwie ganz cool, weil also das ist, habe ich nicht gedacht, dass ich mal einen Radiospot produzieren könnte. Ja. Du kannst dich halt gut verstellen. Ja. Nee, also auch so qualitativ, also weil ich habe jetzt kein High-End-Tonstudio irgendwie so. Aber ach, den hast du selber gemacht? No? Ach so, no? Okay. Also da kam extra der Ulf von den Backpipes, hat den Dudelsack eingespielt und dann habe ich das eingesprochen. Es gab verschiedene Versionen, also das ist ja jetzt so eine gemütliche Version. Es gab noch so eine Art Marktschreier-Version, so hey, kommen Sie zur Whisky-Messe und so. Und das war aber dann vom Veranstalter aus nicht gewünscht. Und deswegen ist es dann letzten Endes eben zu dieser Version gekommen. Und die müsste jetzt diese Tage jetzt eben schon im Radio laufen. Es hängen auch verschiedene Plakate rum. Hat jemand von euch ein Plakat gesehen von der Whisky- und Genussmesse? Es wäre blöd, jetzt was zu verlosen an der Stelle, weil ich weiß selber nicht, wo die alle hängen. Ich habe selber nur zwei gesehen bisher. Aber wenn einer eins gesehen hat von der Whisky- und Genussmesse, sagt mal Bescheid. Würde mich auch freuen, wenn wir uns da vor Ort sehen. Ganz kurz, Freitag eröffne ich die ganze Sache. Und danach, das wollte ich jetzt gar nicht wegen mir sagen, sondern weil viel wichtiger und viel cooler, danach kommen die Shipwreck Rats aus Berlin. Da ist ein Ire mit dabei. Ich glaube, ein Schotte, ein Ami irgendwie. Sau geile Combo und originaler geht es eigentlich gar nicht und die machen dann da am Freitagabend ein bisschen Stimmung. Viele, schreibt die Katrin, viele Plakate vermute ich, sind gemeint. Ich habe bis jetzt nur zwei gesehen, aber ich weiß, dass viele rumhängen auf jeden Fall. So, das haben wir. Jetzt habe ich dich
habe ich dich unterbrochen gehabt? Bestimmt. Nee, also mache ich ja. Du mich eigentlich immer. Das ist ja egal. Das ist ja aber Standard. Ja, das ist Standard. Hab ich da dran gewohnt. Das ist schön. Ich zeige euch mal, was der Hugo macht. Also man muss wissen, dass Cajon spielen, ob man nun einfache Rhythmen spielt oder nicht, ist völlig wurscht. Aber es geht mit der Zeit echt auf die Hände. Und der Hugo spielt eben nicht nur auf der Holzkiste, sondern schlägt auch mal auf ein Hi-Hat irgendwie. Becken. Ne? Oder Becken. Ja. Und das beansprucht dann schon sehr die Hände, vor allem wenn man eben schnell spielt. Und da hat der Hugo sich etwas einfallen lassen und tippt sich jetzt ab und zu die Finger. Das war in Spremberg, ja. Das war jetzt speziell im Kunsthof Gohlis, aber in Spremberg. Ach so, ja, stimmt, ja, stimmt, ja. Und also der Hugo und ich sind tatsächlich doch viel zusammen unterwegs gewesen. Wir gucken mal noch. Also jetzt zeige ich euch übrigens mein absolutes Lieb. Darf ich das zeigen? Das hier? Mit dem Hut? Darf ich das? Mach. Ja, danke, das ist nett. Also ich zeige euch jetzt mein absolutes Lieblingsfoto vom Hugo. Das ist dieses. Und ich habe das ja nochmal in rosa eingefärbt. Du hast es eingefärbt, wunderbar, ja. Gab es auch noch eine Version. Das ist aber, glaube ich, nur für die privat mit Hugo denn drauf? Verknüpft. Nee, hier jetzt nicht. Oh, schade. Also wir haben viel zusammen gemacht. Wir haben auch Kinderprogramme zusammen gespielt, zum Beispiel in Nickern auf dem Kinder- und Jugendbauernhof. Wobei ich gar nicht wusste, dass du da spielst. Stimmt, da war der Hugo zufällig da, und weil der Hugo glücklicherweise immer seinen Cajon und die Technik dazu im Auto hat, konnten wir da tatsächlich spontan zusammenspielen. Es war auch gar nicht so gedacht, dass wir an dem Tag, oder das auch von meiner Seite aus war es zwar geplant, dass ich da spiele, aber der Plan war eigentlich der, dass ich da so wie der Rattenfänger ein bisschen durch die Reihen laufe, die Kinder einsammeln und dann eben unverstärkt was mache. Und die haben uns dann gefragt, ob wir spontan nicht auch irgendwie verstärkt spielen könnten. Und auf der Bühne. Und genau. Auf der Bühne. Ja. Und das war eine gute Idee, und glücklicherweise hatte ich alles mit, was gebraucht wurde, und der Hugo eben auch. Und dann haben wir da zusammen Musik gemacht. Zwei Videos gibt es davon, die zeigen wir jetzt nicht. Könnt ihr mal auf YouTube gucken, wenn ihr mal Zeit habt. Und ihr seht, es war recht gut besucht. Cool, ne? Also, und es war echt Stimmung ohne Ende. Die Erwachsenen hatten auch Spaß. Wir haben auch andere Kinderprogramme zusammen gemacht. Das hier war so ein Hortfest, war das? Das war der Hort, ja. In Pirna. War auch eine schöne Veranstaltung. Dann haben wir auch mal in Freital zusammen bei der offenen Bühne gespielt. Das ist übrigens eine Veranstaltung, die auch sehr schön ist. Am 3. Oktober ist die nächste. Open Midnight, genau. Mike. Ja, die sagen immer Mick. Ich hab mich jetzt dran gewöhnt, Mick zu sagen. Okay. So, das war ganz cool. Das war mal so eine Session. Ach, da habe ich meinen arabischen Hut auf, ja. Mein Turban. Ja, stimmt. Cool. Kommt noch eins? Nee, das war auch wieder eine Session. Das war aber Kunsthof Mokketal. War auch ganz cool. Was hatten wir hier noch so? Was ist denn das eigentlich gewesen? Ach so, das war auch Mokketal. Und zwar, da ist ja auch dieses geile Foto entstanden. Passt mal auf. Das ist eigentlich ein super geiles Bild. Das ist wirklich cool. Hatte ich ein bisschen vergessen, dass es das gab. Dann haben wir zuhauf irgendwie im Kunsthof Gohlis schon was gemacht. Wir haben da auch mal, also nicht nur Auftritte gemacht, sondern wir haben da tatsächlich auch mal geprobt. Eine öffentliche Probe, genau. Eine öffentliche Probe gemacht, und da waren auch wirklich Leute da. Und dann haben wir zusammen gequatscht und gegessen. Das war eigentlich auch ganz, ganz schön. Der Hugo, also hatten wir ja schon gesagt, spielt ja auch Gitarre, und das hat er auch live schon gemacht, beziehungsweise haben wir auch mal zusammen geprobt mit zwei Gitarren und Loop und so. Da ist jetzt noch nicht viel weiter raus entstanden. Ja. Das bedarf alles viel Zeit. Das war auch ein Auftritt, der schon sehr lange her ist. Das war hier bei... Es war im Kindergarten. Im Kindergarten war das gewesen. Das war irgendwie Sommerfest. Hier, schön, KW. Ja. KW und Chore. Was haben wir noch? Ach, guck mal hier, das war Weinfest Meißen. Da hat man die Corinna getroffen, die Soul-Mama. Soul-Mama hat letztens was aufgenommen bei mir. Das vielleicht, wenn es irgendwann mal fertig ist, werdet ihr es bestimmt mal hören können, dann, wenn sie es veröffentlicht hat. Das war also auch noch hier, Weinfest Meißen. Das war ein fetter Sound gewesen, den wir da hatten. Das war richtig gut. Das war richtig gut. Oh. Und dann Freital war auch schön. Zu den Kulturalltagen hatten wir zum einen, also wir zwei dann zusammengespielt. Das war so geplant. Erst hatte Martin Seidel gespielt, und da hat sich dann aber der Hugo auch reingeklemmt. Übrigens, hier seht ihr auch nochmal die Soul-Mama an der Mundharmonika. Das war übrigens zum Weinfest sehr geil. Ich habe das Weinfest ja auch mit organisiert, und
in der Organisation habe ich das eigentlich ein bisschen doof gemacht, weil ich dann 20 Uhr war ich auf der kleinen Bühne und 20 Uhr war auf der großen Bühne Soul Mama eigentlich völlig blöde, weil ich hätte die ja auch gerne gesehen, beziehungsweise hätte ich ja auch gerne mit denen zusammen was gemacht. Und da haben wir es dann aber so gemacht, dass die Corinna in ihrer Pause, die sie von der großen Bühne hatte, zur kleinen Bühne rübergekommen ist und dann mit mir noch zwei Songs gemacht hat, in ihrer Pause eben. Das war sehr, sehr geil. So, und der Hugo hatte aber zu den Kulturalltagen, die in Freital stattgefunden haben, mit, also an den Martin Seidel sich da rangehängt. Das ist der hier. Mhm. Den ich bis dahin noch gar nicht kannte, aber wirklich, no? Wirklich klasse. Cool. Der übrigens mit mir zusammen am 20. Oktober ein Konzert in der Schoner Mühle gibt. Und da könnt ihr auf jeden Fall mal noch Karten bestellen. Es wird eine coole Sache. Also Luisa Bauer an der Geige, dann eben ich und Martin Seidel wird auch noch ein paar Songs spielen. Und es gibt noch einen Special Guest, aber dazu sage ich jetzt nicht mehr. Das wäre also auch eine coole Sache. Und Hugo, das finde ich also wirklich eine krasse Sache. Ich habe es ja selber gemerkt, also Hugo hängt sich nicht nur so an Musiker ran, die er gar nicht kennt und noch nie was von denen gehört hat. Auch wir haben es schon so gemacht, jetzt auch zuletzt in Eubin. Ich spiele Songs, die haben wir noch nie miteinander zusammen gespielt, noch nicht mal geprobt irgendwie. Ich spiele einfach live los, Hugo trommelt los und es funktioniert. Das ist eine saugeile Sache. Ja, ich weiß auch nie, was du gerade spielst. Das ist ja das, was kommt ja immer noch erschwerend dazu. Genau. Du fängst an und am ersten Akkord kann ich nicht gleich erkennen, was es für ein Song ist. Ja, naja, das ist genau. Weil wir eben auch nicht mit Liedliste arbeiten, also ich jedenfalls nicht. Ich bin nicht einer der Musiker, der sich da so eine Setlist schreibt, sondern. Doch, wir hatten mal eine. Naja, und die wurde dann völlig über Bord geworfen. Das ist aber das gleiche Prinzip, also das mache ich ja auch mit dem Felix übrigens. Der weiße Hund steht dir, Hugo, schreibt die Jutta Walter. Der weiße Hut? Der weiße Hund, Hut. Der Hut. Ja, ich dachte, das war das Bild mit dem Hund. Nee, der weiße Hut steht hier, Hugo, sagt sie. Ach so, stimmt, das war, also ich zeig's es nochmal. Wo war denn da ein weißer Hut? Na, hallo? Hallo? Ach so. Ja, okay, sollte ich überlegen, ob ich den dann benehme, das nächste Mal. Würde ich also begrüßen. Mhm. Ja, genau, also es gibt halt so ein, also ich schreibe mir jedes Mal eine Setlist, aber mittlerweile ist das keine Setlist mehr, also wo man dann sieht, erster Song, zweiter, dritter. Lass mich auch mal klicken, sondern gefällt. Hör mal auf! Machst du dann meinen Namen? Das musst du dann deinen eigenen Namen. Okay. Nur weil du die Maus bedienst. Ja, gut, okay. Das ist hier nie Gedankensteuerung. Genau, und dann ist es aber, mittlerweile ist es nur noch so eine Liste mit Songs, die man halt mal machen könnte, aber nicht unbedingt eine Reihenfolge. Und das ist halt erschwerend für meine Mitmusiker. Aber bis jetzt haben sie mich noch nicht gescholten. Deswegen. So. Haben wir fotomäßig noch, warte mal, was, ne, hier kam nichts. So, haben wir fotomäßig noch irgendwas, also hier, das fand ich auch ganz cool. Das ist gut. Ja, und oder dann, da, wo das Pferd aufgetaucht ist. Das habe ich jetzt leider nicht hier, aber das ist auch geil. Das ist aber irgendwo bei Facebook zu finden. Ja. Ach so, und was ja auch cool war, habe ich das jetzt hier, genau. Zweimal waren wir in Spremberg gewesen. Das war das erste Mal, wo ist denn das hier? Da sind wir auf so einer, das haben wir aber glaube ich schon mal erzählt, da sind wir auf so einer Bimmelbahn gefahren. Ja, und das ist immer cool mit den Kids, hast du immer die ganzen Percussion dabei, die damit spielen können. Hier war das und diese Bimmelbahn, die ist dermaßen cool, weil die wird... Habe ich schon mal erzählt, die wird also per Beinkraft betrieben. Also man steht in dem Ding einfach nur drin und schiebt das Teil. Und hinten müssen auch welche mitschieben und die dann drauf sitzen, die haben es entsprechend gut. Aber es ist echt, das ist eine ganz schöne Scheißarbeit eigentlich. Ich habe das also mitgemacht dort mehrfach. Einmal habe ich es mit dem Felix schon gemacht, da hatten wir in Siewisch gespielt. Dann haben wir eben ihn kennengelernt hier, der uns dann gebucht hatte für Spremberg und der hatte dann gleich nochmal ein Fest gemacht. Sind wir auch da gewesen und das war ja auch irre, was sie da gemacht hatten. Da hatten die ja für, das war das zweite Mal. Das war eigentlich eher feige Blätterbezug, aber trotzdem saugeil. Also Freibeuter-Skelette ist eins unserer Songs mit den feigen Blättern. Mohorner Wüste und da hatte der wirklich aus so Werbefolie die Bänke dort beklebt und also für uns Tee für Willi. Übrigens, es hat immer noch keiner geschrieben, wie mein Tee heißt, weil der guckt nämlich diese Streams auch. Rotkopf Görg, auch ein Song, ein eigener Song. Also da hat er die Bänke da beklebt. Das war sehr geil. Hier sieht man nochmal die Bimmelbahn. Und das war das Zelt, in dem wir da gespielt haben. War ganz cool.
Und ich hoffe, dass es nicht das letzte Mal gewesen ist, dass wir da gespielt haben, weil es ist also... Also hat wirklich Stimmung gemacht. Angenehme Leute da. Genau, ja. Ach so, und das ist vielleicht mal was, um in die Zukunft zu schauen. Also erst zunächst einmal in die Vergangenheit. Hier sieht man übrigens das Cajon mal einzeln. Siehst du, Mensch, ewig habe ich nach so einem Bild gesucht. Ah, schön. Hier sieht man Cajon und Gitarre eben. Und auch den Werbeträger, wer die herstellt. Und da mache ich gerne Werbung für den. Aber da, pass auf. Sieht man es? Ja. Jetzt, hier, da verlosen wir was. Wem fällt auf, was hier an diesem Logo nicht stimmt? Ich lasse es mal hier... Das ist cool, ja. Ich lasse es mal hier eine Weile eingeblendet. Wem auffällt, was an diesem Logo hier nicht stimmt, der gewinnt irgendwas. Müssen wir, sagen wir euch dann gleich mal noch. Mal gucken, was wir da zusammenfinden. Guckt euch jetzt mal an. Ich lasse es euch mal noch eingeblendet. Und... Ja, schau. Achso. Hä? Achso, ihr habt die. Ich glaube, ihr habt die letzten Bilder gar nicht gesehen. Kann das vielleicht sein? Nee, doch. Na doch, klar. Ich habe bloß. Doch, alles gut. Ihr seht's. Genau, das war Quatsch. Also, ihr seht's. Ja, was stimmt da nicht? Ihr könnt was gewinnen. Wollen wir schon sagen, was? Ja. Wir machen mal. Nimm mal das Ding. Genau. Ah, okay. Und zwar folgendes, das ist jetzt kein Song, den es gibt. Wir wollen einfach nur mal so ein bisschen, der Hugo hat so eine Tüte mitgebracht. Und das ist keine zum Rauchen, sondern eine, in der verschiedenes Instrumentalzeug drin war. Und ich fand es total geil, dass da so ein Teil drin mit dabei war. Hört mal zu. Nur geil. Und so etwas Ähnliches, wie nennt sich das genau? Das ist eine Maultrommel. Das ist auch eine Maultrommel. Ach so, das ist okay. Auch eine Maultrommel, aber die kommt aus Indien. Eine indische Maultrommel. Also in die hat der Hugo jetzt schon reingespuckt, die kriegt er nicht. Ich habe auch noch eine unbespuckte. Eine unbespuckte, zeig mal. So, also diese Maultrommel könnt ihr jetzt gewinnen, wenn ihr uns sagt, was am eingeblendeten Logo falsch ist. Falsch ist, richtig. Sagt es uns. Guck mal nicht, dass schon jemand geschrieben hat und ich sehe es nicht. Wenn ihr Kommentare geschrieben habt, auf die wir nicht eingegangen sind, dann bitte einfach nochmal schreiben. Ab und zu hat Facebook das Problem, ist wahrscheinlich der Speicher voll bei denen oder sowas, dann zeigen die nicht. Weißt du gar nicht, warum, wie das zustande kommt. Also wir lassen das Logo noch ein bisschen eingeblendet. Dieses Foto, also dieser Ausschnitt des Fotos ist entstanden in Delitzsch, war auch eine schöne Sache. Gibt es ein YouTube-Video, könnt ihr euch mal angucken. Haben wir euch ein bisschen hinter den Kulissen gezeigt, was so bei der Fahrt los war. War ganz witzig. Und Delitzsch ist gerade wieder in der Planung für nächstes Jahr. Da sind wir gerade dran, dass wir da vielleicht 2 Gigs am Stück machen. Aber überhaupt ist eine ganze Menge geplant so für die Zukunft. Ein paar Termine laufen hier durch, das sind längst nicht alle. Ich muss das unbedingt mal wieder aktualisieren. Und ihr habt übrigens auch die Möglichkeit, auf weißgar.de natürlich Termine zu finden. Und das Problem, was ich bisher immer hatte, beziehungsweise nicht ich, sondern die Leute, die kein Facebook haben, war das gewesen, dass die mit meiner Seite alleine nicht genug Informationen hatten. Und deswegen gibt es jetzt einen Blog. Blog.weißgar.de findet ihr auch den Link über die Internetseite. Und da schreibe ich auch ab und zu mal so ein paar Sachen rein. Und also wenn euch da mal ein paar Infos fehlen, wird es dann, also auf der Internetseite fehlen, dann stehen die dann eben da. Gut, die Leute, die Facebook haben, sind aber eigentlich sowieso ausreichend informiert. Das jetzt mal da. Du hast mich ja gestern begrüßt bei dem Blog mit Emil. Ach so, ja. Das hat Bild gedauert. Genau, weil du dich da eingetragen hast. Ihr könnt euch da eintragen, eure E-Mail-Adresse, und dann bekommt ihr jeweils Post, wenn ein neuer Beitrag geschrieben wurde. Und wenn euch das dann auf den Senkel geht, könnt ihr das auch entsprechend wieder abwählen. Das ist überhaupt gar kein Problem. So.
Das. Okay. Jetzt wollen wir nicht mal das zu lang ziehen, aber worauf ich gerne noch zu sprechen kommen wollte, war, du spielst ja nicht nur Cajon, sondern du gibst auch Cajon-Workshops. Das musst du jetzt mal ignorieren, das fängt sich eventuell wieder. Okay. Erzähl mal was zu den Cajon-Workshops, das fände ich noch ganz interessant. Die gibst du ja. Ja, das habe ich jetzt vor 2 Jahren angefangen. Zuerst in meinem Proberaum in Heidenau. Das war erstmal so ein Test gewesen, wie viel kommen, das Interesse ist schon da. Und ich bin jetzt kein Fun-Unterrichter. Das heißt so ein bisschen getrommelt und dann ist es gut und alle freuen sich und sind glücklich, sondern ich quäle da auch schon ein bisschen meine Schüler oder die Workshop-Teilnehmer. Okay. Also ich komme da mit Noten an. Die meisten können keine bei dem Satz, wo ich dann frage, könnt ihr Noten, ist schon gleich. Muss man vielleicht gleich mal sagen, das werden viele gar nicht wissen, dass es ja dass es Noten für eine Geige gibt und für ein Cello und für eine Gitarre, das ist ja vielen klar. Aber dass es auch Noten gibt für Percussion, das wissen viele wahrscheinlich gar nicht. Ja, klar, die denken alle, da wird einfach drauf losgeklopft, wird schon was kommen. Nee, also es wird schon nach Noten gespielt und was ich dann noch angefangen habe, also sagen wir so, ich versuche also wirklich, dass man da rausgeht und kann nach 2 oder 3 Stunden wirklich was mit anfangen. Ich habe da jetzt schon einige erlebt, die ja wirklich was draus gemacht haben, auch weiter ihre Cajon gekauft haben, mit einer Band spielen oder mit einem Freund oder Kumpel oder so. Das macht schon Laune, wenn ich das sehe, dass es auch funktioniert. Das ist mir eigentlich ganz wichtig. Wie lange geht das dann? Du meinst jetzt einen Workshop, einer? Also ich mache normalerweise 3 Stunden. So, okay. Dann, das wäre so der Einsteiger-Workshop. Da kann man dann mal mitkriegen, was geht. Wir kommen in die Noten rein, wir spielen und es sollte am Schluss auch was rauskommen. Dann gibt es dann noch einen weiteren Workshop. Das ist dann, wo wir Rhythmen machen, Latin-Rhythmen, Rock-Rhythmen. Je nach Geschmack, wo jemand. Also ich frage immer erst ab, was soll es denn werden? Was für Musik, ob es nun Schlager sind, Rock sind, Folk sind, völlig egal, du kannst alles machen. Und da stelle ich mich auch ein bisschen drauf ein, bereite das immer vor. Und was ich dann noch mache, das ist dann so diese indische Rhythmussprache. Das ist, finde ich, eigentlich am interessantesten. Ach so, erzähl das mal, ja, da gibt es irgendwelche... Das ist schon uralt, also Tabla, ich weiß nicht, ob jemand Tablas kennt, das sind diese runden, silbernen Trommeln, zwei Stück, so eine kleine, in der Mitte ist so ein schwarzer Punkt. Und die Jungs, die das spielen, sind wirklich also fantastisch schnell und die haben keine Notation in dem Sinne. Also es gibt also schon was Aufgeschriebenes, aber in Indien werden die Musik einfach... mündlich übermittelt. Also man spielt das vor, der andere spielt es mit und was da rauskommt, ist schon wirklich Wahnsinn. Und das macht es für uns ja immer so ein bisschen schwierig. Also wenn du jetzt zum Beispiel, also 4/4 ist klar, 1, 2, 3, 4, zählst du, gut, dann spielst du das. Jetzt kommen wir aber an ein 7/8 dran und schon haben wir das Problem. Der Willi würde jetzt hingehen, würde sagen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und wir hätten 8. Ja, oder du musst halt sagen 1, 2, 3, 4, 5, 6, sie. Oder ich hatte jetzt mit... Ach so, ja, stimmt, das leuchtet ein. Du hast also die... In Deutsch ist es einfach schwer zu zählen. Also 1, 2, 3, 1, 2, 3 ist okay. Warte ganz kurz, Michael Schmidt fragt gerade, übrigens hallo erstmal, wie also, nehme ich gleich nochmal am Gewinnspiel teil? Also die Frage war jetzt, also die aktuelle Frage, einmal haben wir ja schon verlost, die aktuelle Frage, bei der man diese noch nicht von Hugo bespuckte Maultrommel gewinnen kann, ist, was ist an diesem Logo da oben falsch? Welcher Fehler fällt euch auf? Okay. So und ja, gut. Rhythmussprache, also, Rhythmus-Sprache. So und da sind natürlich ganz fantastische Trommler und was cool ist an dieser indischen Rhythmus, die heißt Konakol. Du kannst, also wie gesagt, in Deutsch ist es wirklich schwierig, also zum Beispiel in 5/4-Takt 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, du bist einfach da mit dem Kopf mit Zahlen beschäftigt und sollst dazu spielen oder in 7/8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sie, fertig, das ist einfach schwierig. In Tschechien, hier so unserem Nachbarland, da gibt es zum Beispiel für die Triolen, Triolen ist hier klar, ja, klar, 3/8, Strich drüber, 3 drüber, wird bei uns so gezählt, 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und das sind immer die Triolen, klingt aber auch schon irgendwie scheiße. So, die Tschechen sagen einfach Triola, Triola, Triola. Das ist einfach melodisch, das kommt rein. Da sind die Deutschen zu steif. Genau, wir sind einfach da zu steif. Aber das mit dem 7, das finde ich total krass. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sie,
Ben? Ja, ist hast 8. Du 8. Hast du 8. Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ja. So, und da gibt es dann, ich habe es gibt in Pirna die Sommerküche, das ist so eine Musiker, manchmal sind es 9, manchmal sind es 15, da spiele ich auch ab und zu mal mit. Die machen so slawische Musik und alles in die Richtung. Da gab es dann mal einen 7/8-Takt bei einem, ich glaube, das ist ein slowakisches Stück gewesen, Jovanka oder so, 7/8. Habe ich nicht reingekriegt, kam nicht rein, also ich konnte es nie zählen. Also auch bei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 habe ich völlig den Faden verloren. Und dann sagte eine von der, die Cellistin oder Geigerin, machen wir einfach Tasse, Tasse, Tellerchen, Tasse, Tasse, Tellerchen. Ist aber auch hohl, weil du bist mit dem Kopf mit Tasse, Tasse, Tellerchen beschäftigt und sollst da unten trommeln, ja. Okay, okay. So, in Indien ist das viel einfacher. Also die haben zum Beispiel jetzt den Einschlag, Ta, das heißt nur Ta. Zwei Schläge ist Taka. Taka, so. Dann drei Schritte ist Takita, Takita, Takita. Also einfach nur Takita. Dann hast du Takademi, Takademi. Das wären Vierer. Mhm. Und was da so irre dran ist, wenn du versuchst, in unserer Musik zum Beispiel jetzt so zu wechseln, also 1, 2, 3, 1, 2, 3, ein Walzer und dann 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 oder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und hast es auf Noten da stehen, kommst du einfach ein Stück raus, wenn du jetzt kein Profi bist oder Orchestermusiker. Mhm. Und das kannst du halt ganz wunderbar jetzt mit den Konakoll machen. Zum Beispiel, du kannst langsam, du kannst schnell und die kennen auch nicht diese Viertel, sondern die kennen nur die Schläge. Dreierschläge, Viererschläge, Sechserschläge, Siebenerschläge, Neuner, Elfer, Fünfzehner. Es ist völlig egal, was die machen. Und dann haben die zum Beispiel, wenn jetzt... Die machen das auch nur manchmal. Es gibt Orchester im Indischen, die machen es nur noch mit Sprache. Also, die haben gar keine Instrumente mehr. Die sagen nur Takita, 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 Takita. Und dann kannst du sagen Takita, 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 Takita. Oder dann gehst du rüber zu einem Vierviertel. Takita, Takita, Takademi, Takita, Takita, Takademi. Oder Tak. Und jetzt ein Siebener. Takademi, Takita, Takademi, Takita, Takademi, Takita. Oder Takademi, Takita, Takademi. Wenn du jetzt so langsamer was dabei, woher wissen die das dann? Du, das kriegen die alle so miteinander mit. Ich bin da immer irgendwie perplex. Aber du kommst auch automatisch rein, wenn du da. Wenn du denen zuhörst, merkst du immer, da gibt's Formen, die kenne ich aber jetzt auch nicht alle. Also im Tabla-Spiel gibt es dann Formen. Ravi Shankar, einer der berühmtesten Spieler auf einer Sita dazu, da war ja die Tabla immer die Begleitung dabei. Die haben ja so Raga zum Beispiel, ein indischer Raga, der hat eine ganz bestimmte Form und dann wissen die schon alle, was sie zu spielen haben. Aber die spielen das gleichzeitig, absolut perfekt. Und ich glaube, die müssen gar nicht viel üben. Das gibt so, wenn du, sagen wir mal, du machst vier Viertel, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, das wechselst du ja mit der Gitarre, würdest du das jetzt wirklich Probleme kriegen. Aber wenn du sagst, Takademi, Takademi, wären vier Viertel, Takademi, 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 Takita, Takademi, Takita, Takademi, Takita, Takita und so weiter, weißt du, kannst ein Dreiviertel, du kannst ein Vierviertel, du kannst sofort ein Siebenviertel ranhängen, ohne dass du Probleme dabei hast, das zu spielen. Ich weiß jetzt nicht, was ihr dazu sagt. Ich muss sagen, für mich klingt es trotzdem kompliziert, da reinzukommen, aber vielleicht. Ja, gut, also das erkläre ich aber auch in meinen Workshops, wie das geht. Und da kann man damit spielen. Ich habe gesagt, es wird keine Werbung gemacht. Das haben wir doch welche. Übrigens hat der Michael geschrieben, dass er wohl den Fehler gefunden hat. Dann sag mal. Sag's doch einfach. Ja. Musst dich jetzt nicht anmelden dafür. Spuck's wir aus. Sind ja nicht in der Schule, du musst dich nicht melden. Oder hat er es schon geschrieben? Nee, hat er nicht. Michael, komm schon, erzähle. Wo ist der Fehler? Gewinn eine Maultrommel. Der Hugo zeigt nochmal mit seiner indischen Maultrommel, wie das klingt. Bitte schön nochmal. Wie das klingen kann. Vielen Dank und cool. Der Michael Schmidt hat's gelöst. Jetzt muss ich bloß mal wissen, wer du bist überhaupt. Gehört er zu dir? Nee. Nö.
Keine Ahnung, also du musst mich dann irgendwie mal anschreiben. Du hast jetzt eine Maultrommel gewonnen auf jeden Fall. Eine nicht bespuckte. Glückwunsch. Noch originale. Hat trotzdem irgendwie leichte Patina angesetzt oder sowas. Das machen die immer. Achso, okay. Die werden so hergestellt. Nee, das ist einfach so. Also, um das jetzt aufzulösen. Enrico Riedel, keine Ahnung, da hast du gepennt. Akustik wird mit einem K geschrieben. Das würde er jetzt absolut bestreiten. richtig, also Enrico Riedel Akustik, ER Akustik mit Doppel-K. Natürlich habe ich ihm unlängst dazu angesprochen oder ja, darauf angesprochen. Und er hat gesagt, das ist das Besondere seiner Firma, dass er sich abhebt von anderen. Ich weiß nicht, ob das eine Notlüge war oder auch wirklich, wirklich gewollt. Aber das war das offizielle Statement dazu. Egal, jetzt habt ihr es gesehen. Michael, schreib mich an nach der Sendung oder jetzt und lass mich wissen, wie ich zu dir. Vielleicht kennen wir uns auch, aber ich kann es jetzt hier auf dem kleinen Bild nicht erkennen. Und jetzt nochmal zu dem, was ich euch eigentlich zeigen wollte. Das war die Kirche, in der wir in Delutsch waren. Es war eine sehr schöne Veranstaltung. Es war nicht so wahnsinnig besucht, muss man ehrlich sagen. Aber dafür war es, das war cool. Aber dafür war es also eine schöne Veranstaltung. Er hatte uns eingeladen hier und lädt uns auch wieder ein für nächstes Jahr. Ansonsten sind wir fotomäßig, glaube ich, so einigermaßen gut durch. Also mein Gott, noch einen Tee. Facebook ist ja voll davon. Ach so. Ja. Ein Tee, welcher ist es denn? Sagst du mir nicht? Nee. Das wäre, haben wir noch, hätten wir noch irgendwas Drittes zum Verlosen? Also nochmal ganz kurz zusammengefasst. Wir haben die CD verlost von Michael Wirth. Michael, Justus, Mensch, jetzt komme ich schon. Von Justus Wirth die CD an die Katrin verlost und an den Michael haben wir die Maultrommel verlost. Und wer jetzt noch sagen kann, das können blöderweise natürlich, aber das hat nichts mit Allgemeinwissen zu tun, sondern da muss man einfach schon langjährig oder langmonatig meine Sendung geguckt haben, muss man wissen. Jahrzehntelang Facebook beobachtet. Muss man einfach wissen, welchen Tee ich hier konsumiere und jetzt im Moment auch der Hugo, der einer der wenigen ist, der sich wenigstens mal traut, das Ganze zu kosten oder auch mal runterzuschlucken. Und Dirk, das geht nochmal an dich, du feiger Hund. Du hättest ruhig mal einen Schluck trinken können. So. Aber Dirk, und für alle die ihn nicht kennen, aber Dirk gehört zu meinem Equipment. Also ich muss immer gucken, Gitarrenstuhl, Gitarrenständer, Gitarre, Dirk, alles da. Bei jedem Auftritt dabei. Unglaublich, weiß nicht, wie er das macht. Okay, viele Grüße an dich, Dirk, falls du noch zuguckst. Vorhin hast du es gemacht, habe ich gesehen. Wir haben gesagt, Cajon-Workshops, die haben wir durchgemacht. Mhm. Da sind wir klar. Und du machst aber nicht nur Cajon-Workshops, sondern gibst auch Gitarrenunterricht. Ja. Noch nicht allzu lange. Machst du aber auch, ist das privat oder läuft das über eine Schule? Das wirst du ehrlich gesagt selber jetzt gerade nicht. Und jetzt mache ich doch nochmal Werbung. Ja? Nochmal, ist okay. Das ist die Musikschule Rostowski in Dresden. Da gebe ich Unterricht. Das ist jetzt so, würde ich sagen, mehr für die kleineren Kids so ab. Da mache ich Cajon, Rhythmusunterricht mit Gruppen, 3 bis 4 maximal. Ich gebe da Gitarrenunterricht und da ist also alles dabei von 6, 7 bis 14, so in dem Dreh rum. Das mache ich da. Dann gebe ich noch Privatgitarrenunterricht, das mache ich in Heidenau. Und da habe ich mich eigentlich so, da habe ich auch einen Kleinen, den Arne, der ist wirklich gut, der macht Cajon. Der kommt ganz brav jeden Freitag und übt fleißig und ist auch wirklich gut. Vielleicht hört er ja auch zu, oder der Papa oder die Mama. Naja, ich weiß nicht, ob die bei Facebook sind, aber egal. Aber da habe ich mich so ein bisschen mehr spezialisiert auf älteres Semester. Also alles, was so, ja, mal Gitarre gespielt hat, irgendwann mal in der Jugend und dann aufgehört hat und nicht mehr wollte oder gesagt bekommen hat, nee, dafür bist du zu alt, das bringt überhaupt nichts. Und da habe ich so ab 40, 45 bis 60 alles dabei, was dann Gitarrenunterricht nimmt. Und da gehe ich so auf die einzelnen Vorlieben ein, also ob das nun Blues ist, Rock ist oder ob das so Gundermann oder sowas. Und da gehe ich dann so Akkorde, Fingerpicking, Noten dabei und auch klassischen Unterricht. Also dass man so eine Verbindung hat, dass es nicht jetzt so wie in den meisten Fällen, man macht jetzt nur so von Kinderliedern angefangen und zupft da vor sich hin, sondern versucht alles so ineinander verbinden. Und festgestellt habe ich, man fängt einfach mit dem Schwierigsten an und komischerweise klappt das auch immer. Also du musst nicht immer da so erst einmal
eine Seite und dann erstmal alles lernen, sondern du quälst die erstmal mit dem Akkord und dann bringst du ihnen die Noten bei. Dann fängst du an, mit Kinderliedern noch dazu zupfen und ja, so läuft das. Habe ich tatsächlich auch so gemacht. Also eine Weile habe ich auch mal Gitarrenunterricht gegeben. Im Moment gerade nicht so. Aber habe ich auch so gemacht, finde ich. Alles andere ist ein guter Ansatz. Ja, genau, alles andere ist auch so. Weil ich habe selber Gitarre. Langweilend. Mein eigener Gitarrenunterricht damals als Kind war so, ich habe 2 Bücher gehabt und das ging über bestimmt 2 Jahre. Nur im Prinzip Musiktheorie hoch und runter, einzelne Melodien, immer wieder Noten lesen. Ich meine, war gut, Noten lesen zu können, ist sicherlich nicht verkehrt. Aber es war halt dermaßen, also es hat geschlaucht halt. Ne? Und du siehst halt keine Erfolgserlebnisse irgendwie. Und so kannst du halt erstmal kurz was spielen, ne? Und baust dann auf dem genau, auf. Das genau. Eine aber du warst Sache. Doch auch im Chor hier in Dresden, oder? Als no. Kind. Aber dafür mache ich jetzt keine Werbung. Nee. Ich war mal im Semperopernchor. Aber das habe ich schon 100-mal erwähnt, deswegen. Okay, gut. Deswegen lassen wir es jetzt weg. Nee, aber so finde ich die Methode gut. Also ich denke mal, wenn du jetzt mit Kids anfängst, so Kleine, und gut, da musst du halt erstmal mit der Melodie anfangen, die können auch gar nicht greifen. Aber klar. Achso, das kommt nämlich dazu. Also, was würdest du sagen, ist ein Einstiegsalter für Gitarre? 8, 9. Ja. Also, ich halte das halt alles für früher, für ja, das will ja nichts sagen, aber das sind halt so die Eltern, die glauben, ihre kleinen Bratzen müssen das und ja, aber das ist bei vielen so. Also entweder du hast ein Talent zu Hause, jetzt an der Geige oder so, oder du hast eine musikalische Familie, wo die Kinder schon jedes Instrument in der Hand hatten. Aber also ich bin da kein Freund von zu sagen. Ich wollte es ja bei meiner Kleinen auch machen, Musikschule schicken. Musikschule Sächsische Schweiz in Pirna, wir sind da auch hin. Und sie hat da auch ja, sich alles angeguckt und hätte eigentlich jedes Instrument angefangen. Zum Glück macht sie jetzt in der Schule Blockflöte und ich habe mir das Geld gespart in der sächsischen Musikschule, weil das mit dem Üben ist immer schwierig. Aber jetzt läuft das schon ganz gut in der zweiten Klasse. Wir haben übrigens gerade eventuell ein paar Übertragungsprobleme, also falls okay. Das jetzt irgendwie stockend bei euch durchkommt, das Ganze wird auch nochmal aufgenommen als Rechneraufzeichnung und kann dann bei YouTube nochmal nachgeguckt werden. Also nur für den Fall, ich weiß es nicht genau, wie es bei euch ankommt, aber es könnte sein gerade. Okay. Woran siehst du das? Da unten siehst du, erstmal ist es da rot und nicht grün und dann siehst du hier die verworfenen Frames. Ach so. Und das sind gerade relativ viele. Also okay. Es könnte tatsächlich sein, kommt nicht so gut durch jetzt bei euch. Warum auch immer, steht wahrscheinlich gerade innen auf der Leitung. Nee, aber es stimmt, also das ist ein Problem. Also dass die Kinderhände sind erstmal zu klein und haben auch nicht zu viel genug Kraft jetzt fürs Gitarrespielen. Und das tut auch weh. Also jeder, der das mal probiert hat, weiß ja, dass es an den Fingerspitzen zunächst mal weh tut. Kindern wahrscheinlich mehr als Erwachsenen. Mhm. Und das ist ein Problem, das man nie unterschätzen darf. Und deswegen jetzt mit 5, 6 Jahren irgendwie anzufangen, hat überhaupt gar keinen Sinn. Ich glaube, die jüngste Schülerin, die ich hatte, war eben auch 8. Und Akkorde spielen war da aber jetzt auch erstmal nie auf dem Programm. Nee, geht ja. Gar nicht, ja. Nee, vor allen Dingen machst du auch den ganzen Spaß kaputt. Es war auch gar nicht schlimm. Wir haben das erste Lied, was wir angefangen haben, war Alle meine Entchen. Und das haben wir nur auf einer Seite gespielt. Und es war ziemlich cool deswegen, weil sie bei der Sache, das Lied kennt sie ja alle, meine Entchen. Ne? Klar ist es auch selbst, also für eine 8-Jährige irgendwie schon zu kindisch, aber es war cool, weil sie die Melodie kannte und so konnte sie, sie wusste dann, okay, der nächste Ton ist irgendwie höher ist ein Stück in die Richtung, also wusste sie schon mal, sie konnte den Ton selber finden, ne? Und sie hat auch gehört, okay, das ist ein Halbton zu wenig oder zu viel und konnte dann selber ausprobieren und hatte sozusagen beim Spielen eine Kontrolle. Ne? Also ja, genau. Das ist halt cool. Weil das hast du ja nicht, wenn du nach Noten spielst. Wenn die Note falsch liest und denkst, das ist die richtige und du spielst sie, dann klingt es halt irgendwie, also dann, du weißt ja nicht, ob es richtig oder falsch ist. Bei einem Lied, das du kennst, Alle meine Entchen zum Beispiel, weißt du, nee, warte mal, das klingt eigentlich im Original anders. Ich kann mich selber korrigieren, das ist eigentlich ganz schön. Also eigentlich sollte man erstmal so eine Schnupperstunde oder auch 2 nehmen, wenn man Kinder dahin bringt. Mhm. Ich habe jetzt gerade so einen gehabt, der ist jetzt zum 3. Mal bei mir in der Musikschule. Der macht Schlagzeug. Mhm. Der ist 5. Und okay. Die sagte zu mir, da kommt heute einer zur Probe, Schlagzeug lernen. Also ich bin jetzt kein Schlagzeuger, aber ich kenne jetzt so die Grundbegriffe, die Haltung, die Technik. Also ich kann jetzt auch Schlagzeug spielen, aber bin jetzt nicht da irgendwie, ich mache es lieber mit den Händen. Und da dachte ich, wie alt ist der? 5. Da dachte ich, ach du Scheiße, was machst du denn jetzt mit dem Stöcke und Unabhängigkeit und so. Na, jedenfalls kommt er, setzt sich hin und ich sag so, wir haben so ein E-Drum da stehen, mache ich mal Bass-Drum da und da drauf. Hockt sich hin, dumm, tsch, baff, tsch, dumm. Spielt da los. Okay. Sag ich, kannst du Noten? Sag ich, okay. Dann habe ich erstmal so ganz normal so bumm und
Chuck und so, weißt du, einfach Bassdrum, Snare. Das hat er gleich runtergespielt und dann bin ich an meinen Ordner gegangen und habe einfach gleich mal so die richtigen Sachen rausgeholt, die man so, ja, auch jetzt bei YouTube oder irgendwo Noten findet, wenn du Schlagzeug anfängst zu spielen, so mit, was weiß ich wann. Der hat sich da hingesetzt und hat gespielt, einfach nur gespielt. Dum, 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 dum. Ging einfach. Ja. Das war cool, das war wirklich cool. Aber das ist eigentlich der Normalfall, also das ist halt einfach so. Ja, Michael, ich bin jetzt nicht drauf eingegangen, weil ich dem Hugo nicht permanent ins Wort fallen wollte, aber ich habe die Nachricht bekommen, ja, du kriegst die Trommel, also die Maultrommel. wirst du aber bekommen. Hallo. Na, auf jeden Fall. Schön. Das haben wir erzählt, das haben wir angeguckt, das haben wir gehört. Und einen ekligen Tee trinken wir noch. Ekligen Tee trinken wir, das hat keiner gelöst. Macht aber nichts. Wir hätten vielleicht sowieso nicht mehr zum Verschenken gehabt. Weiß ich gar nicht. Stimmt auch wieder. Also, da es jetzt keiner geschrieben hat, für die Leute vielleicht auch, die es interessiert und die viel reden müssen oder viel singen oder irgendwie im Halse angeschlagen sind und nicht auf diese verschiedenen Tablettensorten zurückgreifen möchten, sondern sich natürlich behelfen. Es ist isländisches Moos. Es schmeckt wirklich wie in die Tasse geschifft, mindestens, wahrscheinlich irgendwie. Oder übrigens, bei dem Badewannenkapitän muss ich selber jedes Mal lachen. Der Text geht: Wanne voll, das Meer wird groß, Schiff ins Wasser, fahrt. cool. Den Text habe ich übrigens zusammengeschrieben mit Jörg Dahlbeck. Da habe ich mal ein Wochenende da verbracht und da haben wir dann 3 Tage Texte gemacht. Und das war so ein Ding, das wollte ich schon lange mal machen und bin damit aber nicht fertig geworden. Und er ist ja nun sozusagen Profi-Texter und dann haben wir das Ding zusammen fertiggestellt. Und ich bin, ich glaube auch im Oktober nochmal bei ihm und da werde ich dann mit White Coffee zusammen ein Konzert geben oder so ein Gig in der Kneipe machen. Und die haben auch eine wunderbar geile CD, Celine, vielleicht hören wir zum Schluss nochmal rein. Die Leute, die hier zugeschaut haben schon, die haben zunächst mal gesehen, dass White Coffee schon mal zu Gast war und zum anderen auch die Songs schon ein paar Mal gehört. Vielleicht, wenn ich dann denke, hören wir zum Schluss nochmal rein. Eine habe ich jetzt schon, die mich anschrieb, extra wegen der CD, ob ich, wenn ich da hochfahre, nicht eine mitbringen kann. Das mache ich, wer noch Interesse hat. Also ich bin dann einmal da oben. Ich bringe sie mit übrigens und ich versuche das mal zu filmen da oben. Der Andi von White Coffee, der baut selber Ukulelen aus altem Fensterholz. Und mittlerweile hat er da so eine ganz große Produktion eigentlich schon angefangen und macht eine nach der anderen. Ich werde mir auf jeden Fall eine kaufen. Und falls da mal irgendein Interesse hat, also ich glaube, das kann man... Das sollte man unterstützen. Der Michael freut sich und schreibt liebe Grüße von Maria. Ich habe mir schon fast gedacht, dass du daher kommst. Also viele Grüße von also an Maria zurück. Maria, vielleicht sehen wir uns am 3.10. zur offenen Bühne in Freital. Würde mich freuen. Vielleicht kommst du ja auch. Ja, ja. Oh ja. Ja, ja. Oh, ja, ja. Ja, ja. Also wer den Hugo mal live erleben will, vielleicht dann da. Ich würde es kommunizieren. Das Hammer. Was war noch? Ach so. CD habe ich gesagt, verlosen, mehr haben wir nicht. Tee habe ich gesagt, isländisches Moos, das legt wie so eine Art Schleim auf die Stimmbänder oder so, keine Ahnung, ich kann es gar nicht so richtig sagen. Und im Magen auch, das legt da so ein, ja. Nee, also es ist ja wirklich so, es schmeckt tatsächlich wirklich eklig, aber es hilft unglaublich gut. Ist also sehr zu empfehlen. Und dann gibt es noch Odermännig oder sowas, spricht sich glaube ich aus, das ist das sogenannte Sängerkraut, das kann man auch nehmen. Und noch ein Tipp, den ich mal gekriegt habe, falls wirklich mal so 4 Redner dabei sind oder Leute, die gerade keine Lust haben auf Halsschmerzen. Ihr kennt diesen Mundschutz, den man zum Beispiel auch im Krankenhaus vorm Gesicht hat oder die Ärzte. Ne? Wenn man den nass macht, also so feucht macht und dann vielleicht noch ein bisschen Eukalyptusöl oder sowas drauf und dann so schlafen geht, dann hat man halt die ganze Zeit, es klingt komisch, es ist auch irgendwie unangenehm so zu schlafen, aber ich habe es mal gemacht und es ist wirklich gut. So hast du die ganze Zeit halt einen feuchten Mund, Rachen, ne? Und ja, die Steigerung ist dann die Gasmaske. Das ist dann das, ne? Und alles andere dann das, was sie schon beschrieben hat. Ja, nee, egal. Nee, aber wirklich, das hilft. Also, weil ja gerade dieses, die Krankheitserreger sich im trockenen Hals und Mund ausbreiten. Also, ich habe letztens so eine Tablette genommen, so eine weiße, irgendwas, Gary. Ja, das wollte ich eben gerade nicht, den Namen wollte ich jetzt nicht sagen wegen der Werbung. Aber, ja, ich weiß auch mal, wie sie heißt, aber wenn du das geschlutscht hast, dann hast du überhaupt keinen
Das kannst du gar nicht mehr singen, das geht ja gar nichts mehr, das ist nur noch. Na, vorm Singen sollte man das jetzt vielleicht nicht unbedingt machen. Aber stimmt, das geht und es gibt auch noch andere. Ach, das soll man nicht vorm Singen machen? Normalerweise nimmst du das ja, wenn es eh schon zu spät ist. Dann kannst du sowieso nicht mehr singen. Ich habe das Ding genommen, weil ich dachte, man singt dann besser. Ah! Und dann habe ich aber gemerkt, ich kann gleich gar nicht mehr singen. Weil nur noch so, ja. Naja, ist alles eine Frage der Gewöhnung, glaube ich. Ja, das ist klar. Bei deinem Tee auf jeden Fall. Also. Ich mache jetzt nochmal Werbung. Du gibst auch gleich, genau. Ja. Und du hast mir auch erzählt, ja, nochmal schnell zum Gitarrenunterricht. Du gibst ja jetzt demnächst auch irgendwie Kindergärtnerin-Gitarrenunterricht. Ja. Das ab nächsten Monat im Kindergarten über die Volkshochschule. Da sind es dann 13, 14 oder sowas, ich weiß nicht mehr genau, das ist jetzt auch mal ein Versuch, also ich finde das eigentlich mal ganz toll, sowas mal zu testen, da geht es halt darum, Kindergärtner müssen ja irgendwo was spielen und Kinderlieder, Liedbegleitung und die also einfach zu machen, dass man einfach sagen kann, okay, ich kann jetzt das Händchen klein halt mit zwei oder drei Akkorden, so stelle ich mir das erstmal vor, begleiten und jetzt nicht ein H7 und ein Schiss-Moll dazu oder sowas. Dass man mit einfachen Sachen mal so hinkriegt, den beizubringen. Gibt welche mit Vorkenntnissen, also da denke ich mal, die werden schon Akkorde greifen. Es gibt ja auch dieses, wie heißt das? Das finde ich eigentlich ganz nett. Diese offene Stimmung? Ja, genau. Da gibt es auch verschiedene Kabodaste, da kannst du mehrere draufsetzen und spielen. Ja. Oder Gitarre spielen kann jeder, irgend sowas heißt das, irgendwie hat das auch eine Abkürzung. Nö, und das wird jetzt, das fange ich dann nächsten Monat an, da freue ich mich drauf. Bin ich mal gespannt, was da so rüberkommt. Und ja, mal schauen, ob man das nicht ausweiten kann, ob man da noch mehr irgendwie, wenn ich mal so die Erfahrung habe, was wird da gebraucht, was wollen die, dann ackere ich mich da rein, dann mache ich das weiter. Hoffe ich doch mal, denke ich mal. Cool. Ja, jetzt Werbung. Wo bist du? Also genau, hier also Workshops. Also jetzt mal die nächsten Workshops. Ich habe extra nochmal aufgeschrieben. Es sind gar nicht mehr so viele, aber ich muss sagen, ich habe gerade dieses Jahr viel vernachlässigt. Also alles, was in der Volkshochschule ist. Und zwar hier einmal in Pirna. Das wäre immer samstags und ist immer von 19 Uhr. Ist doch Quatsch. Da steht Montag übrigens. Das ist völliger Quatsch. Samstag, Samstag, Samstag. Also der kann nicht stimmen. Ja, aber das ist ja auch Keyboard. Stimmt. Habe ich mit ausgedruckt. Nee, am 29.10. ist auf jeden Fall ein Kurs am Samstag von 9.30 Uhr ab 3 Stunden in Pirna. In der Volkshochschule. Am 11.11. ist dann, also es steht auch auf meiner Seite dann, ist dann ein Kurs in Freital, selbe Uhrzeit. Dann kommt im nächsten Jahr, am 20.01., können wir schon mal noch vorgehen, in Pirna wieder und am 27.01. in Freital. Da kommt ja auch der Willi dann dazu. Auf alle Fälle. Das hoffe ich doch schwer. No. Du hast es gerade schon angesprochen, deine Seite ist nochmal, wie ist es eigentlich? Ich weiß es gar nicht genau. Cajon Groove. Also meine Homepage ist groove-cajon.de, aber auf Facebook findet man mich nicht nur unter meinem Namen, also Cajon Hugo, sondern auch cajon-groove. Wir sollten das hier unbedingt posten, weil ich glaube, das ist jetzt zu komplex. Ja, das kann ich im Nachhinein nochmal machen. Aber ich glaube, die Leute, die den Hugo durch mich kennen, die haben den wahrscheinlich auch schon 100-mal verlinkt gesehen. Ansonsten, wenn aber nicht, guckt gerne mal nach der Facebook-Seite. Wir versuchen es dann auch nochmal hier reinzuposten oder daran zu denken, dass wir es reinposten. Dann besucht gerne mal die Seiten. Oh, da haben wir das auf jeden Fall. Ansonsten, wo ihr uns zunächst seht, das haben wir vor uns überlegt, wissen wir jetzt gar nicht genau. Das müssen wir uns dann selber nochmal kurz Januar hast du was gesagt. Was war Januar? 4.1. war da was? Sagtest du irgendwo? Ach hier, na klar. In der Jambar sind wir da. Stimmt, genau. Das ist eine ziemlich coole Sache in der Altstadt, in der Dresdner Altstadt. Aber das wird ja nicht der nächste Gig sein. Wir haben jetzt gerade mal September. Es ist aber eben auch so, dass das ist das Schöne, was ich mit Weiska mache. Weiska ist ja keine Band, sondern Weiska bin ja erstmal ich. Das habe ich schon mal erklärt. Und ich mache die Gigs eben aus und suche mir dann die Musiker, die mit dazukommen. Manchmal ist es sinnvoll, wenn ich es einfach alleine mache. Und manchmal rufe ich dann eben auch Hugo mal spontan an und dann ist er mit dabei oder eben die Luisa oder jemand anders. Und so wird es eben auch sein. Ich habe ja schon wieder neu geplante Termine und kann auch sein, dass der Hugo da einfach mit dazustößt. Wir werden es euch auf jeden Fall wissen lassen, wenn wir mal zusammen wieder irgendwo sind. Und vielleicht habt ihr ja auch Ideen, wo wir mal zusammen spielen können. Wir spielen ja auch
privat feiern oder sonst irgendwas. Wir können auch mal zu einem Wohnzimmerkonzert vorbeikommen, oder? Ja, das ist cool. Klar? Das ist cool. Irgend sowas. Hm? Übrigens bei der Brigitte sollen wir eins machen. Ach, cool. Gern. No? Ist cool, ja. Es gibt eine gute Marmelade da. Auf alle Fälle. Die ist super. Die habe ich auch gegessen. Hast du auch gegessen? Mhm. Super. Ja, und wenn ihr ein Wohnzimmer habt... Ah, du kannst gar nicht hin. 3 Katzen. Als ich da war, waren die alle draußen. Ah, wir Glück gehabt. Und deine scheiß Facebook-Beiträge, die sehe ich jetzt gar nicht mehr. Ach, hast du geblockt? Nee, habe ich nie. Aber ich bin kurz davor. Scheiß Katzenfotos den ganzen Tag. Aber die kriegen mehr Likes als alles andere, ja? Das habe ich immer so heute festgestellt. Ja, ich weiß schon. Es gibt so Leute, es gibt so einen Typen, der macht hier so Gitarren-Tutorials und der hat immer so 2 Hunde neben sich. Ach cool, ja. Gucken natürlich alle zu. Mhm. Wenn Katzen wären, wären es noch mehr. Naja, wahrscheinlich. Ja. Naja, Hugo, haben wir noch was zu besprechen, was jetzt irgendwie vor allem wichtig ist für dich, was noch raus muss unbedingt? Nö, alles, nee, alles gut, alles schön, hat Spaß gemacht. Komm, wir machen nochmal dieses Rolltrommel-Ding, oder? Das, ich fand ja, das so cool, ja. Zum Abschluss nochmal. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war mal wieder was anderes. Und ich hoffe auch nicht das letzte Mal. Übrigens, dass mal wieder live jemand mit mir vor der Kamera sitzen wird. Vielleicht, Hugo, bist du es ja auch mal wieder. Das würde mich auch freuen. Als einer der Nächsten, die hier live mit neben mir sitzen werden, kommt Ernst Dollwetzel vorbei. Den kennt der ein oder andere vielleicht als Fernsehmoderator, also damals Fernsehmoderator und Radio. Sprecher. In den ersten Jahren von GZSZ hat er mitgespielt und also ist auch Schauspieler und er wird also mal mit mir hier sitzen und so wie ich mit den anderen eben über Skype und Telefon gesprochen habe, eben hier mit mir so von Angesicht zu Angesicht reden. Ich mit auch, Abendessen und Massage? Denke ich, ne? Cool. Also ich habe ihm auch gesagt, dass ich jetzt hier nie der MDR bin und kein Fernsehstudio zur Verfügung stellen kann, aber es war ihm. Aber mit Ernst Dollwetzel übrigens produziere ich, also oh nee, nicht mit ihm, aber für ihn, produziere ich Sendungen mit oder bin bei den Produktionen beteiligt. Er lädt sich dann so Gäste ein. Zuletzt waren zum Beispiel Gunter Emmerlich dabei oder Linda Feller und verschiedene andere, die man dann eben dabei eben auch kennenlernt. Das sind dann die Leute, denen ich da so die Mikrofone anstecke. Das ist irgendwie ganz witzig und dann im Backstage nochmal was mit denen essen und so ein bisschen quatschen. Das ist irgendwie eine ziemlich coole Sache. Ja, und ich war selber schon Gast bei ihm gewesen, wurde interviewt von ihm, woraus sich übrigens auch verschiedene Dinge ergeben haben. Und was mich wahnsinnig fasziniert hatte, war, das war zu der Zeit, da war ich noch angestellt, das kommt ja auf regionalen Fernsehsendern. Ne? Also es kommt ja jetzt ja nicht bei RTL oder so, das kommt ja auf regionalen Sendern, wobei da wieder eine große Abdeckung, also was weiß ich hier, Pirna und Depoldeswalde und aber auch Hoyerswerda und sonst irgendwo, also Görlitz. Und da kamen Leute zu mir mit Fotos, die sie vom Fernseher gemacht haben, wo sie mich gesehen haben, wo ich dachte, ja, cool. Oh, du guckst Regionalfernsehen, wie kommst du denn dazu? No? Naja, genau. Und da war ich bei ihm in der Sendung und nun kommt er zu mir in die Sendung, da gibt es bloß noch kein Datum. Es gibt auch noch ein paar weitere Künstler, die sich schon angemeldet haben, hierher zu kommen. Und wenn ihr Vorschläge habt, wer das zukünftig noch sein könnte, sagt es mir gern. Wenn ihr weitere Verbesserungsvorschläge habt für die Sendung, sagt es auch gern. Ansonsten, was meinst du, Hugo? Sind wir durch, so halbwegs, oder du wirst bestimmt eine rauchen gehen, oder? Ja, das brauche ich jetzt unbedingt. Oder auch 2. War klasse, hat richtig Laune gemacht. Ich finde es auch. Also das ist schön hier genau. Bei dir. Jetzt hören wir mal ganz kurz noch in einen Song rein, der... Nee, also cool, dass du... Cool, das war schön. Was, ja. Schön. White Coffee, ich möchte es gerne nochmal erwähnen. Album Sally. Wir spielen zusammen in Herford im Oktober, glaube ich. Wer Interesse hat an der CD,
Sagt Bescheid, das ist ein cooles Prinzip. Pay what you want. Ihr könnt 1 Euro bezahlen, das würde ich nicht als angemessen sehen, aber könntet ihr. Ihr könnt 10, 20 Euro bezahlen, ganz egal. Sagt mir Bescheid, wie viel ihr ausgeben wollt. Und wenn ich dann da bin, bringe ich es mit. Ne? Das finde ich klasse. Cool. Katrin sagt, war wirklich schön, freut mich. Katrin, es gibt noch 19 andere Sendungen, die du dir angucken kannst in der Aufzeichnung. Bei YouTube oder Facebook. Bei YouTube dann entsprechend ohne Übertragungsprobleme, falls es mal welche gab, es war aber selten der Fall. Letzte Sendung ist sehr zu empfehlen, mit Frank-Ola Hake, Geschichtenerzähler, super sympathisch, war eine der schönsten Sendungen, die ich hatte, bis zur Folge 19, jetzt war ja die 20, jetzt wurde das nochmal getoppt. Ich dachte durch den jetzt, Hugo. Das wäre die letzte heute gewesen. Ach, jetzt ist Schluss? Ja, ich dachte, du hörst jetzt auf damit. Ach so. Was wolltest du denn jetzt noch bringen? Jetzt kann ich nicht mehr steigern. Nee, jetzt. Das war's. Jetzt ist vorbei. Aus. War schön mit euch, schreibt die Jutta. Schönes Wochenende. Übrigens, ja, dir auch, Jutta. Danke, Jutta. Was macht ihr morgen? Ich hätte mir vorgenommen, mit meiner Familie in eine Therme zu fahren. Ich weiß bloß noch nicht, in welche. Was macht ihr? Sagt's mal noch. Oh. Es ist, wir haben in der Ankündigung zu der Sendung haben wir gesagt, wir machen so lange, bis kein Internet mehr da ist. War ja zwischendurch schon mal ein bisschen weg. Ja, eben. Alles zu geben. Komm, du kannst mal Bongo dazu spielen. Das haben die bestimmt noch nie gehabt. Gib dir mal Hall drauf. Jetzt werde ich dem Andi schreiben und sagen, ich wusste gar nicht, dass ihr so einen geilen Percussionisten habt. Cool. Ey, pass auf, jetzt machen wir noch einen. Wir machen noch, ich spiele noch eins an von denen. Oh, im Prinzip einen meiner Lieblingssongs von White Coffee, Sunrise. Da kannst du vielleicht... Maultrommel. Das geht auch. Spread your wings and get ready for the sun. Nee, hier, Dings. Ach, Tabuka. Tabuka. Ja, mal rein. And I will show you. Lass mal reinhören. Ja. Sunrise, spread your wings and get ready for the sun. CD. Total geiles Tool. Schüttelei mit Flaschenöffner. Ziemlich. Für den durstigen Percussionisten. Geil. Willst du auch eine CD? Ja, ja, klasse. Die sind gut. Die Katrin schrieb, wir pflücken Äpfel. Das war auch meine Frage fürs Wochenende. Viel Spaß dabei, finde ich cool. Pflückt mir einen mit. Und klingt super, sagt sie.
Also, Celine, jetzt habe ich aber ganz schön Werbung gemacht für White Coffee. Und Katrin, du bekommst natürlich, haben wir ja gesagt, Justus Wirth, Fliegende Fische. Hast du gewonnen. Und nochmal abschließend der, wie hieß er nochmal, Michael? Michael. Der bekommt die Maultrommel. Du kannst dir jetzt aussuchen, ob der Hugo nochmal drüber lecken soll oder nicht. Oder sie nochmal auf eine Stelle deiner Wahl legt. Okay. Jetzt. Du bist einfach immer, nee. Füße hoch, Niveau kommt. Okay, ja, okay. Mehr Musik hören wir heute nicht. Übrigens, das Lied, was eingangs kam, das von der NSA, das war tatsächlich von mir. Vielleicht habt ihr Bock, das nochmal in voller Länge zu hören. Das könnt ihr dann bei YouTube tun. Ja, und ansonsten stürze ich mich jetzt in eine relativ... Wir würden das Percussion-Ei mit Öffner nehmen. Oh, das ist nicht zu verschenken. Das würde ich auch nicht verschenken. Ralf Zenker. Ach so. Hm. Ja, Ralf. Das hat wahrscheinlich nicht wirklich Materialwert, aber einen emotionalen Wert. Das kann ich leider nicht weggeben. Und außerdem nutzen das die Kinder ab und zu mal. Das wollte ich immer nicht, dass sie das nehmen, weil das ja hier der Flaschenöffner dran ist. Aber die wollten immer so gern. Und dann habe ich geguckt, dass sie sich möglichst nicht wehtun. Bis jetzt hat sich auch kein Kind wehgetan. Ich habe es jetzt auch nicht mehr mit, weil ich habe mittlerweile genug andere Schütteleier. Aber war mal Papa von Fabian. Ach, das ist der Papa von Fabian. Ich habe gerade überlegt, ja. Ich wusste irgendwie aus dem Kindergarten. Hallo, Papa von Fabian. Da muss ich dir mal irgendwann was anderes geben. Das geht leider nicht. Alles gut, Willi. Gut, dann ist okay. Danke. Was wollte ich noch sagen? Nicht fertig. Das war's. Danke. Alles andere ist jetzt einfach nur noch in die Länge gezogen. Richtig. Das bringt ja dann keine Punkte. Ach, übrigens doch. Und zwar spielt White Coffee, die beiden, die bei White Coffee spielen, spielen auch bei Upright. Und Upright ist eine Reggae-Band. Klingt so. Oh, ich glaube, es ist gar nicht mal viel da. Oh, Mann. Aber ich kann da reinpinkeln, das ist ungefähr das schätze ich auch noch. Ja. Oh, nee, das ist ja nur noch... Das ist der Zoom und jetzt wird es noch heftiger. Sieht doch aus wie reingepinkelt, du. Aber mit... Satz? Nee, wie heißt das dann? Nierenstein? Was? Liebe Leute, das war sie, die 20. Sendung vom Weißker Livestream. Ich habe leider, ihr habt seht es, es läuft kein Datum durch für den nächsten, weil das noch nicht feststeht. Es sind ein Haufen Eventuells und irgendwie. Nächste Zeit ist sehr stressig, deswegen wird es sowieso jetzt nicht in der nächsten ein, zwei Wochen wahrscheinlich. Aber dann wird es weitergehen. Wir wollen versuchen, die Sendung, die heutige, zu toppen. Mal gucken, ob es klappt. Ansonsten muss der Hugo jetzt einfach immer wieder kommen. Wird schon werden. Euch ein schönes Wochenende. Schön, dass ihr mit dabei wart. Danke für eure rege Teilnahme hier im Chat. Viel Spaß auch denen, die es in der Wiederholung gucken. Ich hoffe, die wissen dann, dass es die Wiederholung ist. Eingangs habe ich es gesagt. Sagt mir Bescheid, wenn was verbessert werden kann oder verändert. Seid dabei, wenn wir zusammen beim nächsten Mal irgendwo live spielen. Wenn ihr noch Fragen habt, gerade auch die, die die Aufzeichnung dann gesehen haben, an den Hugo, an Percussion-Fragen irgendwie, ihr am Workshop teilnehmen wollt oder sonst irgendwas, schreibt's einfach. Schreibt's dem Hugo direkt, schreibt's mir. Genau. Kommt's auch an, ist ganz egal. Einfach Hugo. FB-Anfrage stellen und dann... Genau, der Hugo sucht Freunde. Wenn Freunde, ganz viele. Ich hab so wenige. Keiner mag mich. Genau. Danke, dass du da warst, Mann. Ich danke dir, war toll. Danke. Fand ich auch. Super. Essen war auch cool, das hat uns die Christine gemacht. Ja, danke, Christine, klasse. Fürs Essen. Danke, Christine. Euch alles Gute, schreibt der Ralf, und ein schönes Restwochenende. Danke, Ralf, dir bzw. euch auch. Und nun wollen wir uns ausklinken. Wünschen euch schönen Abend, schönes Wochenende. Ciao. Und genau. Tschüss. Ciao.